So. Da bin ich. Ich bin da. Bist du da? Ja, ich bin schon da. Okay, ich komme gleich. Ja, du bist auch gleich da. Bin auch gleich da. Bin auch gleich da. Ja, erstmal hier Dings. Wie heißt es doch? Danke. Nein, Entschuldigung Na, erstmal. was denn du? Danke oder Entschuldigung? Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin zu spät dran. Aber wie heißt es so schön? Leben passiert, während wir Pläne schmieden. Ja. Ne, heute ein bisschen länger auf Arbeit gewesen und ich finde, dass das Aspekt, Das Aspekt. das Aspekt, der Aspekt der Körperhygiene ist nicht zu verachten. Es muss auch mal duschen sein. Bei so einem Wetter. Ja, Wetter, ne? Schöne 22, solide 22 Grad Morgen soll es draußen. 28 Grad werden, Alter. Ich schwitze jetzt schon. Boah. Ja, Geh ich nirgendwo hin. warum gehst du Couch? Ja. Ja, sie kommt auch gleich von draußen. Also wie gesagt, ich musste heute ein bisschen länger arbeiten. Gab noch eine Versammlung, die ein Pflichtprogramm war, die ließ sich nicht verschieben. Tut mir leid. Ja, ansonsten, ich kann ja schon mal der Spiel machen. Mama, der spielt. Ich mache der Spiel. Und dann gucken wir einfach mal, war, was heute so passiert. Ja. Bin noch ein bisschen fertig, weil. Okay, geht wieder. Boah, wie so ein Vampir. Wie so ein Vampir. Du darfst ins Bild kommen. Moment. Ach, Moment. So, können wir den Controller hier schon mal rausholen? Hup. Hallo, ihr Lieben. Hallo, du sitzt nicht richtig in der Kamera. Dreh dich, du ruhig. Dude, nee, andere Richtung. Nein. Nein. Soll ich dir helfen? Diese scheiß Kamera. Diese Kamera. Wupp, da ist sie. Ja, so. Jetzt ist besser. Jetzt ist besser. War ja ein bisschen gestylt. Ja. Aus einem bestimmten Grund. Aus Gründen. Ah, Gründen, genau. So. Ja. Wie geht's dir? Hattest du einen schönen Tag? Ja, Holps. Holps. War ein bisschen anstrengend, aber es war schön. Aber war schön. War schön. Das ist die Hauptsache. Ja, so, ich muss mal. Wenn du mal musst, dann musst du mal gehen. Nein, ach du Peter. Ich muss doch auch hier rüber. Und du musst hier rüber? Wie oft will denn Twitch noch ein Update machen? Weiß ich nicht, die machen immer Updates. Boah, voll oft jetzt schon das dritte Mal in der Woche. In der Woche. Ja, die Woche hat gerade mal angefangen. Die Woche hat gerade mal angefangen. Mensch. Ja. Hallo! Hallo, Sandy! Hallo, Cindy. Ja, hast mir schon einen Deckel gegeben, ne? Von wegen, du bist es spät. Ja, wer länger arbeiten muss und auch ab und zu mal auch Körperhygiene, das muss so sein. Denn du hast den Titel nicht geändert. Oh, ich habe den Titel nicht geändert. Och, Nein. Asche über mein Haupt. Laut dem Titel spielt. Oh, pst. Hupsen. Ja, nee, ist ja nicht Story Sunday, ist ja hier. Wie geht's denn? Motor Monday. Motor Monday. Motor Monday. Ja. Erinner mal sofort. Wusste ja vorher, dass du später kommst. Ja, wer auf dem Discord-Server ist, der weiß sowas. Ja. Und wer die Benachrichtigung auch aktiviert hat, der wusste das auch schon vorher ohne mich. So. Ja. Nein, aber sonst war schön. Mein Tag. Ein bisschen Kopfschmerzen durch die Sonne. Ja, das ging mir heute genauso. Aber das kennt man ja schon. So. Ist noch mit eingefügt? Ey, man sieht wohl, dass ich mit den Haaren vorhin geschlafen habe. Eieiei. Als wollen die nicht, ja. Ja. So. Benachrichtigung ist geändert. Hier. Ja, die Haare, ja. Das ist noch, kennst du das nicht? So, die Haare wurden von jemand anders gemacht und dann ist das so schön und dann ist das immer noch so. Die Haare. Sitzen sie auch so, wie sie sollen und Ja, dann. diese gut. Meine Haare sitzen auch immer. Ja. Oh, Ach, ach, ach. Wie geht's dir, Cindy? Montag. Über das weitere Ausmaß der Katastrophe ist nichts bekannt. oh. Oh, unsere Nachbarin macht wieder Highlife in Tüten. Ja. Meine Haare sitzen auch. Scheiß Autokorrektur-Säge.
Sieht so aus, wie ich mich fühle. Hey. Na, Versammlung überlebt. Und zu Hause angekommen. Ja, gut zu Hause angekommen. Hast schon gewartet. Na, ich wollte noch kurz duschen gehen, wollte noch einen Kaffee trinken, ganz in Ruhe. Das wäre sonst nichts geworden. Ich meine, hier. Heute, wegen gestern, geschlossen. Ein Tag wie jeder andere. Ach ja. Das ist ein Montag. Warte, auf jemanden jetzt. Ich will ja nicht spoilern, aber Freitag ist der 13. Ich will nicht spoilern, aber Freitag ist der 13. Ich, meine Haare liegen nicht. Hä? Sie meint, ihre Haare liegen nicht. Nur du musst sie hinsetzen. Ach, bin ich nicht heute wieder was charmant? Ja, total. Ja. Ja, Michaela wollte auch nochmal reingucken. Ja, kann sie doch. Ja, ist doch nicht verboten. Ja, ne, um Gottes Willen. Hier ist jeder herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ärger mich noch, du Doofi. Mit Vorliebe, Cindy. Weißt du, doch mit Vorliebe. Mit ganz das wird viel. Echt ärgerlich mit Cindy. Ja. Sowas macht man nicht. Nee, nicht wirklich. Aber guck ich dann eigentlich da hoch und mach mir den L. Ich weiß nicht. Au. Was ist Augon? Achso. Ja, das ist der. Jetzt wollte ich gerade dem Nightbot antworten. Dann musst du mir noch meinen Friseur bezahlen. Könnt ihr auch lassen. Ist jetzt mal so ein Hinweis. Könnt ihr lassen. Sind die ihres teurer als meiner? Dann frag mal meinen Friseur. Hallo! Verdammt, du hast recht mit Freitag, der dunkle Lord. Ich hier gleich ein Lachen voll. Schön, und ich hatte schon schlechtes Gewissen, dass ich sie so nenne. Ja, niemand weiß das. Es ist hier anonymisiert, es werden hier keine Namen genannt. Ach, schön. Ja, bestimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, sie hat bestimmt schon was Schlimmes ausgedacht. Ja, boah, Alter. Aus. Kannst du mal das Fenster anklappen? Anklappen. Hier eine Wärme drin. Ja, aber. Ich schwitze mir hier wohl gerade. Das ist sehr lieb von dir, danke. Oh. Echt, ist das so wie heiß auf dem Balkon ist? Weiß ich nicht. Aber du kommst auch gerade auf einer heißen Dusche. Oh, genau. Das ist einem immer so. So. Wir machen heute kurz und schmerzlos. Ja. Ja. Aua. Ja, fangen wir einfach mal los, wa? Ja, fangen wir doch mal los. Fahr doch mal los. Ich hörsche euch mal mit rüber, wir können uns ja trotzdem noch unterhalten. Nach. Drücke A, um vorzufahren. Drücke A, um vorzufahren. Geht. Diese gut. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Geld. So, wer ist denn heute hier live? Freunde? Carlo ist da. Ja, am 21. und 22. ist unser langes Stream-Wochenende. Ja, wurde ich extra gebeten. Ja. Ja. Damit wir das nicht immer reinschreiben müssen. Richtig. Ich habe mich im Übrigen auch mal schlau gemacht. Die Socials müssen wir reinschreiben. Das Echt? Das macht dein Live. Ich habe einen Social-Timer drin. Nein. Alle 20 oder 30 Minuten. Nein, da kommt nur halt mit dem Event und mit YouTube. Okay. Okay. Aber ist doch nicht schlimm. Ja, okay. Ja, na nicht nur am 21., ne? Hab ich doch gerade gesagt. Oder ob ich was vorhabe. Jetzt hat er was vor. Jetzt hat er was vor. Ja, wenn man ihn dran erinnert, dann hat er was vor. So, heute aber Punkt 22 Uhr, Pumpe. Nach 10 Stunden Arbeit, mir müde dann. Aber ich dachte, ich wollte euch nicht so ganz herb enttäuschen. So, was wollte ich denn? Was wollte ich denn? Hallo Max, schön, dass du erstmal da bist. Ach nö, ich wollte surfen gehen. Ja. Ich habe saufen gelesen, aber gut, okay. Saufen? Saufen? Das mit den Socials kommt nicht automatisch. Schreibe ich mir auf die To-Do-List, ja? Siehst du. Lotus, Sam McLaren. Und dann sehe ich euch. Ja. Da ist der Tag im Arsch, wa? Ist der Tag voll im Arsch. Der hat so schön angefangen. Vorgehen! So ein Insider zwischen mir und dem Seba. Hallo! So, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Du wolltest bestimmt
Geld machen. Ach ja, stimmt. Ich wollte auf jeden Fall Geld machen wegen Dingens hier. Das sieht nämlich ganz schön mau aus bei dir. Ja, ich wollte Geld machen wegen dem Ferrari. Das wäre doch mal ein Sound wert, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, den gibt es nicht frei. Aber könnte ich ausschneiden. Können den noch selber aufnehmen. Streit mitbekommen hast. Ich muss mich schon für deinen neuen Follower Ach so, bedanken. ja, nee, den Wapetei. Ich danke dir für den Follow. Na, das ehrt mich sehr. Du hast die 60 voll gemacht. Ja. So. Max weiß noch nicht, wann er ankommt. Boah, wenn nicht heute, dann. Aber kein Stress. Kein Stress. Nee. Ist ja auch keine Pflichtveranstaltung, ne? Da muss Das man ist ja heute, dazu ich will sagen. heute ein bisschen Geld farmen, auch ganz entspannt, keine Rennen, nicht ganz entspannt. Ein Keine bisschen Rennen und wartet ein Rennen. plauschen. Also nee, kein Dingens. So, oh, wir müssen jetzt, sondern einfach so ganz tiefenentspannt. Ein bisschen fahren. Nein, nein. Na, nein. Hast du den Chat ein bisschen im Blick? Ja, natürlich. Okay, cool. Natürlich. Ja, ich habe mir einen Tee gemacht, weil wir ein bisschen Sodbrennen, aber das ist für das Stream reicht es noch. Ja, man will ja seine Community nicht enttäuschen. So, fahren wir hier mit Porsche lang. Geh weg. Kann ich eh nicht nach drei Weißbier. Hast du schon getrunken, Max? Eieiei. Ja gut, ist Montag, da kann man schon mal trinken. Hattest du keinen schönen Montag? Wie war denn dein Montag, Max? Erzähl mal ein bisschen. Ja, klar. Klar. Wenn der Montag scheiße läuft, darf es auch mal erweisen sein. Durch die Pollen, ey, Ich ganz habe schön. heute aber auch ganz doll mit meiner Nase zu Ja, tun. war auf Arbeit, war es ganz heftig. Ich musste heute zweimal dieses Allergienasenspray nehmen. Oh je. Ja. Ich partout keine Luft mehr gekriegt habe. Na, weg hier. Die ganze Haufen, ey. Wer soll denn da vorbeifahren können? Na du. Ja, ich weiß. Hui, einmal nicht aufgepasst. Ich habe Schüler auseinander aus einem anderen Land abgegeben und besoffen mit denen und gehe nachher noch mal so. Wow. Ich würde sagen, das ist ein erklärtes Ziel, wa? Jo. Naja, solange es dir Spaß macht und du dann wieder fit bist, mal rein in die Figur. ja die Pollen fliegen ja das ist furchtbar Ja, das ist das, echt toll jetzt, da hast du recht, Cindy, und zwar gerade jetzt fliegen genau die, gegen die ich auch allergisch bin. Also das ist schon heftig. gegen was bist du nicht allergisch du bist Na, ich nicht habe allergisch Birkenpollen, habe ich ganz stark. ja das weiß ich ja Gräser fangen jetzt an. Und die Frühblüher, wegen die ich allergisch bin, die hören jetzt gerade auf. Deswegen habe ich ja auch immer mein Asthma-Spray. Seid ihr Oh. Discord? Nein. Nein, Nein, heute bin ich nicht im Discord. heute nicht. Alter, wie kann man denn drei Portionen Chili con Carne essen? Na, mit dem Löffel nehme ich an. Boah, ich wär, also ich mag ja eh keine Chili con Carne, Nö, aber aber wie kann man drei Portionen Chili con Carne essen? Mit dem Löffel. ja. Teller wäre auch noch cool. Teller wäre richtig gut. 70.000, das nehme ich. Ja, ich habe mir jetzt so ein bisschen Aber da brennt doch die Puppe. Das ist gut. Ja, na, da brennt nicht nur die Puppe, das brennt auch in den Augen des Kanalarbeiters. Ja, das wäre ja nicht mein Problem. Ja, wenn der Kanalarbeiter dann da unten das Rohr sauber macht und dann so wusch, oh, es brennt. So, schauen wir hier. Fix das? Ja, fix das. Das kenne ich schon. Alle mit herausfordern, mal gucken, wer so mitfährt. Ist ja jetzt hier so im Gesamten. Wenn einer mitfährt, fährt einer mit. Wenn nicht, dann leck Arsch. Alter Vater. Ich schwitze richtig, ist hier alles nass, ey. Alter Oh, Vater. guck mal, der Max ist aber online. Aber der verlässt immer deine Party. Hallo? Hallo! Hallo, Ilarin. Schön, dass du auch da bist. Genieße den Schwachsinn. Das ist zum Schluss Berlins Problem. Ja, gut, ja, gut, ich Das gut. ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Max, entnehme ich deine Aussage, dass du gerne mit mir zusammenfahren möchtest? Hallo?
Ja, ich will. Naja, ist die Frage. Ja, ich will kommen. Na, alles klar, dann gehe ich mal raus aus der Lobby. Ja, ich will. Lass mal ein bisschen Geld farmen, Rosa. Ja, ich will. Prost. Deine Danke. Lobby ist voll. Ja, komm. Machst du Party-Invite? Ich mache heute Party. Machst du heute Party? Boah, jetzt die Karte abstellen, bevor es alles auf der Tastatur ist. Kennt ihr das? Das kribbelt in der Nase und das will nicht raus. Soll ich mal draufhauen? Das kriege ich Nein! manchmal. Hat der gerade zu mir kleiner gesagt? Kein Ding kleiner. Ja, klein Kleiner? ist der nicht. Ich bin 1,93. Ich bin alles, aber nicht klein. Ja. So, Anfrage angenommen. Ich 1,70 muss immer so gucken. Ja. Hallo. Bist zu klein, aber oho. So, kannst drin in die Party. Ich will jetzt hier nicht heute hin und her springen. Einfach bloß ein bisschen entspannt farmen auf jeden Fall. Ja. Ist Ellarin die eine von vorhin? Ja, es ist genau die. Schön, wieder dabei zu sein hier. Herzlich willkommen in der Höhle des Schwachsinns. Hier hast du deine tägliche Portion Blöd. Kannst du auch auf Arbeit gehen? Nö, heute ging's. Also, wie gesagt, waren es zwar 10 Stunden, aber heute ging. Wow. Und wir wollen uns heute nicht hauen. Nee, hier wird heute keiner gehauen. Nein, wir sind heute alle ganz lieb. Fahren wir am Tag, Max? Ich brauche auf jeden Fall Oh, Punkte. 4,4 Millionen Dollar brauche ich. Ich habe Punkte. Ich meine, ich kriege heute nicht voll, aber ich wäre dafür. Ja, ne, hat er geschrieben. Ja, sieht gut aus. Oh, mein Fuß. Ah, genau die bin ich. Ja, ich glaube, die beiden kennen sich. Echt? Ich glaube. Nein. So. Wirklich? Du hast immer die geilen Events. Ich glaube, du bist in der Story schon viel weiter, Max. Ich stelle mich hier hin und lass mich einladen. Mal schauen, wie lange ich da bin. Ach, ganz tiefenentspannt heute. Noch entspannter und alle gehen heiern. Dann wird ein Schlaf kriegen. Genau. Cindy, schon Kissen bereitgelegt? Welche Story? Na, bei Need for Speed gibt es doch auch Story, so Ja, so Tages. Story-Missionen, wo du dann spezielle Events noch zusätzlich mit freischaltest. Ja. Ganz minimal kennt ihr uns. Davoragard, glaube ich. Siehst du, Cindy sagt, sie ist schon im Bett. Nee, sie ist schon im Bett. Warst du nicht sonst immer Küche? Nein, die haben schon Abendbrot gegessen. Ach, Das hier. ist nicht der Max. Ach, da ist er. Da habe ich den Falschen angerumpelt. So, mal Schubrakete. Weißt du, wen ich noch ein bisschen vermisse? Wen? Die Madeleine. Die Madeleine und den Lou, ne? Ne, nicht Command, Command. Achso, doch, ja, ne, Commands hießen sie. Huh. Die Mehrzahl. Die Mehrzahl. Genau, was ich dir vorhin gesagt habe, Stream Elements ist für Trigger und alles. Jawohl, da ist er schon. Machen wir uns gleich nochmal Reparierung. Ich habe endlich den Grill in den Camaro eingebaut. Es sieht jetzt langsam wieder so aus wie Ui. früher. Brauchst du noch Hilfe? Ups. Burbidi-Burbs. Ja. Ah. Ne, da kannst du dir eine Liste aller Commands abrufen. Und da sind Sojels. Die Sojels. Die Sojels. Also mal ein ganz angenehm Mikrospeed so ohne Ton zu spielen, das ist auch ganz angenehm. Wenn man sich so ein bisschen auf sich spricht, konzentriert, weißt du? So, zieh Finger hier. Wusch! Hui! Hui! Du bist nicht lange erst. Nee, das glaube ich auch nicht, dass ich lange Erster bin. Guck mal, da holt das schon ab. Da kommt er schon wieder ran, gerutscht. Ja. Unfassbar ekelhaft. Was? Hui! Unfassbar ekelhaft. Hui! Hui, hui, hui! Oh, wieder gegen die Abendsonne. Guck mal, dasselbe. Das kann ich auch nicht. Ah, das ist so eklig. Oh mein Gott, bist du lost? Ja. Weil Cindy leckt es. Weil Cindy leckt es. Also hier ist alles toll. Warum wärst du schon wieder vorwärts? Das, weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann.
Oder darf, in dem Fall. Ja, schon rumgewitzelt. Ich soll in meinen 30, quasi hier 30 Sekunden gegen die Mauer fahren. Ich sage, du kannst mir nicht befehlen, was ich tun soll. Ich sage, du kannst nur verbieten. Ja, das stimmt. Ja, aber dafür muss die Ilarin auch Punkte sammeln. Ja. Bleiben wir alle mal so lange dabei, dass sie den Raid noch mitnehmen. Ne? Die Sammelpunkte. Ah, Sammelpunkte, Sammelpunkte, Punkte, Punkte. Ist wie Payback. Ist wie Payback, nur besser. Bei Payback kriegst du mal eine Pfeffermühle. Hier nicht. Pfeffermühle? Ja, oder irgendwas anderes. Küchengeräte. Kriegst du ganz viel, wenn du ganz viele Punkte hast, kriegst du ganz viel, ja. Kriegst du schöne Sachen für mich. Genau. Ja, das dauert dann etwas länger mit Sammeln. Ja, aber beim 12-Stunden-Stream, da werden einige einstreichen. Ja. Da gibt's ja richtig Action. Und das ist auch... Action? Nicht Action. Action. Mit Ä. Mit Ä. Das ist auch so, jeder, der quasi in aufeinanderfolgenden Streams zuguckt, der kriegt nochmal irgendwie Bonuspunkte. Und 600 Punkte. Ja, ne, die guckt immer nur kurz rein, die. Huch, voll war das denn? Ja, auch nicht schlimm. Was denn? Ich habe 7,200. Ja, 7,2000. Mann. 7,200? Ja. Aber ist okay. Weißt du was? Ich glaube, du bringst mich am Montag nach dem 12-Stunden-Stream um die Ecke. Oh. Aber vielleicht mache ich das doch einfach so und nehme mir quasi den Freitag und den Montag davor einfach Urlaub. So vorher zum Vorbereiten und danach. Ich kann kündigen. Und danach zum Erholen. Das ist ein Kündigungsgrund. Nee, doch. Ich muss einen Urlaubsverschiebungsantrag stellen. Das ist ganz. Ich habe mehr Punkte als ich. Boah, wie kommt sowas? Weiß ich nicht. Das weiß ich allerdings auch nicht. Die haben nur 6,6. Das ist ja komisch. Ich habe 7,2. Nix da. Nix da? Nix da. Also nix da. Abgelehnt, Urlaub. Ja, das entscheidet immer noch mein Chef. Das regelt sie dann schon mit deinem Chef. Können sie gerne tun. So. Hä? Oh. So. Wie mit dem siehst du, sagst du, sie klärt das schon mal. Ja, ja. Das ist immer noch mein Urlaub hier. Erst du denn? Na, ich will gleich mal, bevor Max das nächste Mal einlädt, will ich hier noch die Sprühflasche mitnehmen. Warte, ich ruf ihn kurz. Ey, wer solche Kollegen hat, der braucht keine Feinde mehr. Ehrlich. Er sagt nichts da. Leute, Leute, Leute. Aber ich weiß nicht, warum ich so gerne bei euch arbeite. So, Großer, du musst noch das nächste Rennen fertig machen hier, ne? Ah ja, stimmt. Sini hat ja auch schon was ausgeübt. Ich nicht. Ja, das ist wohl richtig. Ach, er hat gerade noch den Wagen gewechselt. Oh. Guck mal, vorne hat er hat unterschiedliche Felgen. Ja, wir werden jetzt mal kurz hier Dingens... Hast du gar nicht gesehen. Vorne hat er grün. Nee, blau. Nee, grün. Ich nehme jetzt mal den. Vorne hat er grüne Felgen und hinten normal. Ja, ich nehme jetzt mal meinen kleinen Carbon McLaren. Den habe ich ja neu gekriegt durch die Schwarzmärkte. Das ist illegal. Nee, ist schon recht. Sieht gut aus, die Karre, ne? Die ist hübsch. Die, ist, die kannst du übrigens nicht mehr tiefer legen. Geht nicht. Wie, ist das so? Ja, Problem. Hä, was? Wie Problem? Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Und falls es keine Lösung gibt, gib mir ein neues Problem. Das Problem gefällt mir nicht. Nein, ich glaube, er war so gemeint, von wegen, hast du ein Problem damit, dass ich dadurch... Ja, das hat er gerade gesehen. Dass wo will er denn hin? Dass er seinen Wagen gewechselt hat. Nö, ach Quark. Hab ich ja auch gemacht. Aber der ist noch nicht so voll da. Er ist noch nicht so, what damn. Ich bin ja gespannt, ich will ja den McLaren P1 GTR, weil das soll wohl das totale Kurvenmonster sehen, aber das Ding kostet 2,2 Mille. Das wow. Ist das teuerste Auto im Spiel. Und dann noch den Ferrari Evo und dann habe ich sie beide. Wie wow. Hör mal, du Karkleist, der sagt einem Boss, er soll sich beeilen, sonst fange ich an zu dampfen. Ja doch, ich fahr doch schon. Huch, ich fahr doch schon. Sieht man. Ja. Wo Max kommt schon, siehst du? Ja, ich will ihn schon ranrutschen.
Hey, aber der ist vom Probenfeeling, der F1 ist vom Probenfeeling doch sehr gut. Also, Prost, mein Schatz. Danke. Ich habe übrigens heute schon, ich glaube, 3 oder 4 Komplimente gemacht, schon lange bevor der Stream anfing, ja? Also kommt mir jetzt nicht mit vertraglicher halbe Stunde. Ja. Sammel nicht, das geht! So, Ilarin entdeckt die Commands für sich. Aber ist doch auch schön. Das ist schön. Oh, ein Mami-Bussock. Ja. Guck mal, ob ich das schaffe, auf Arbeit anzurufen. Die hat Frühdienst. Ach, die hat Frühdienst. Nein, dann wird das sowieso nicht. Nachmittags können wir erst machen. Ja, dann rufe ich an, wenn ich zu Hause bin. Unser Namen. Ja, das ist ja das, was ich gemütlich bin. Erstmal einen Schluck trinken. Ja, Prost. Ich kann nur gerade nicht die Hände vom Lenkrad nehmen. Weil bei Tempo 316 oder 330 irgendwie mal schnell einen Schluck nehmen, schwierig. Geht gleich los. Alter. Ich hab keine Ahnung. Oh, sehr süß. Uns geht's gut. Hä? Schatz, du musst mir den Chat auch vorlesen, bitte. Was? Martin hat gefragt, wie es mir und dem Schluckischen im Bauch geht. Ah. Uns geht's gut. Das ist schön. Ja. Keine Probleme, also keine typischen Schwangerschaftsprobleme, sage ich jetzt. Einmal hast du morgens Burks gehabt und dann war aber auch wieder gut, ne? Ja, ja, aber das war ganz am Anfang. Das war sowas von aber hallo. Ja. Jetzt ist bloß gerade wieder so... Uff. Rücken. Rücken, also der Rücken macht mich ganz schön zu schaffen. Und wieder das mit dem Antrieb, so davon aus halt wieder zu machen. So. Aber das. Dafür sind wir schließlich ein Team, oder? Ja, das schaffen wir auch schon. Wir schaffen das hier, die Raute. Genau, wir machen die Raute. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Bis zu 350 kann man sich doch noch einen Kaffee. Beim Fahren machen wir natürlich. Ich würde sagen, der Mensch hat verstanden, wie Autofahren funktioniert. Ja, und so nicht. Ja, es ist ja quasi verboten, beim Autofahren zu telefonieren. Was aber nicht verboten ist, ist während der Fahrt sich eine Stulle zu schmieren. Das weiß meistens keiner. Verstehe ich. Du kleine Arschsonne. Genau durch diesen kleinen Spalt. Ja, mach mal zu, bitte. So, jetzt erstmal einen Schluck trinken hier. Ich habe vorhin mit Mama noch telefoniert, wir kriegen noch 2 Sonnenstunden. Das freut mich doch. Ah ja, das sind deren alte bestimmt. Die haben doch jetzt neue Balkonmöbel sich auch gemacht. War das Celine? Ja, ich möchte. Ja. Boah, ich blende das richtig im Auge. Ja, ich jetzt so blinzle, sehe ich immer noch die Sonne. Geil. Ja, dann warten wir mal auf die Einladung von dem Kollegen. Der ist sehr schnell. Der F1, ja, der zieht gut an tatsächlich, hat aber nur, der hat eine sehr geile Kurvenlage. Ich habe letztens ein Video auf YouTube gesehen, dass der Nachfolger davon quasi, der P1 GTR, dass der P1 GTR, der ist wohl quasi fast so gut wie dieser OP der Carrera. RSR, der kann auch irgendwie mit 200 ganz entspannt um die Kurve. Wie? Was? Kann sich auch ohne Strafe umgekleidet rasieren und zwar alle Haare. Was die Leute immer während dem Dings machen, während dem Autofahren? Iu. So, nehmen wir den Edge. Iu. Der Fui. Ja. Der Fui. Das Fui. Ja. Schon wieder dein Auto gewechselt? Ja, ich nehme jetzt den Ferrari. Ich will alle mal ein bisschen durchfahren. Ich will ja mit jedem auch die Übung machen. Unfassbar ekelhaft. Ja. Was? Nimmst du Freitag die bitte noch mit? Ja, wir nehmen die Schirme. Ach so, ja, die Schirme von... Oh. Ja, ja. Warte mal, dann müssten wir... Das passt. Das Klappräble und die Schirme passt ganz gut rein. Ja, und das Reisebett? Nur so eine Tasche. Ja, ist ja nicht aufgebaut. Ja, nein, nie aufgebaut ist das nicht. Ich kenne Reisebetten. Ja, ich auch, aber man weiß nie, wie das eingepackt ist, so meine ich. Na, meistens in so einem handlichen Quadrat. Quadrat? Oder einem handlichen Quader. Hundewelten wären schön. Hundewelten? Was? Huh. Na, wegen ganz was Pflegeplay geschrieben. Achso, weiße brennende Hundewelten?
Nein, nicht Brände. Aber dann ist die Vorstellung zumindest weg. Und ich cruise mit 377 über die Landstraße. So, 382, mehr ist absolut nicht drin. Und wie ist Max heute nicht so? Nur vielleicht, weiß ich nicht, aber er sichert sich immer den zweiten. Also ich habe ihm ja von vornherein gesagt, das ist ganz entspanntes Cash-Farm. Oh, nicht schon wieder die. Die Sprungschanze könnte ich gerne... Hör mal, du Kalkleister, sagt einem Boss, er soll sich beeilen, sonst fange ich an zu dampfen. Ja, dann fang doch an zu dampfen. Ich beeile mich doch schon. Der geht aber sehr spät in den Drift. Genau. Ja, Klapprad und Schirme, genau. Ja, dann die, noch die für kriegen, uns, wir, kriegen wir drin. Und für uns halt dann noch... der Reisebett. Das Reisebettchen für die kleine Pippi. Ja. Damit es bei Oma und Opa auch schön gemütlich hat. Ja, generell überall. Ja, egal wo wir sind, ne? Genau. So, hopp. Ah, schön entspannt die Langkrusen. Deswegen hatte ich auch vorher gesagt, und der Max hat es glaube ich sogar noch gehört, gesagt habe, hier kein, man muss sich betteln, das muss bis auf Messer schneide. Ganz tiefenentspannt heute, oder Schatz? Ja. Ne? Tiefenentspannt dem Sonnenuntergang. Wenn kein Wort Bescheid gibt, dann haben wir alle das Problem. Ja. Das ist wohl so korrekt. O-Punkte. Hören wir nur O-Punkte. Halt, stopp! Was? Nee, ich kann jetzt nicht anhalten. Bin hier? Ich hätte die gute Führung im Arsch. Gesundheit! Wer hat da genießt? Elarin hat genießt. Gesundheit. Icke. 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 Du wohl herkommst. RBB 24 ist jetzt live. Das ist schön. RBB 24 ist live? Ja. Nennt man das dann Nachrichten oder? Facebook live. Okay. Ich finde es immer gut, dass Max das einmal freischaltet, weil der hat die ganzen Sprintrennen, die ich noch nicht habe. Ich habe immer nur diesen doofen Rundkursrennen. Oh. Yay! Du hättest vorher ein bisschen bremsen müssen. Ja, ein oder bisschen. Oder ein bisschen vorher schon eindenken müssen. Ja, wie sagt der Säbelplay immer, wer bremst, hat Angst. Das war der Vin Diesel. Oder Vin Diesel. Nee, der hat gesagt, wer bremst, verliert. Doch gleich, oder? Keine Ahnung. Jedenfalls, wer bremst, ne? Du sollst auf die Straße gucken. Ja, ich gucke auf die Straße. Einzige, was wir hören, ist das Vibrieren vom Controller, ne? In meiner Hand. Und den Kühlschrank gerade. Ja, das ist ja richtig zu. Schau mal bitte nach. Guck du! Ja, ich guck. Also ich guck Straße. Guck auf die Straße. Dein Ernst, der war jetzt nicht zu? Doch, da warst du. Ich habe aber zu doll vom Regen und dann hat er sich verschoben. Oh, hoppala. Hat sie wehtan? Nein. Na, Gott sei Dank. Das wird ja heute was. Boah, volle Möhre gegen die Wand gefahren, aber so richtig. Das stand ja doch nicht richtig an der Wand. Nee, der kann auch nicht hinten richtig an der Wand stehen, Schatz. Liebling, ich hab nur der, leicht gegen gedrückt und der hat sich sofort verschoben. Ja, der kann nicht hinten an der Wand stehen. Weil da hinten ich kommt doch... Ich bin Hulk, ja, kannst den Kühlschrank verschieben, mein Schatz. Ja. Nein, da kommt doch hinten ein Stecker draus. Aus dem Kühlschrank? Ja, natürlich. Oder meinst du, da läuft ein Hamster drin rum? Ja. Sehr geiles Bild. So ein Hamsterrad im Kühlschrank, damit auch genug Strom vorhanden ist. Ja. Sei doch mal ehrlich. Guck mal, das war doch damals, waren wir doch bestimmt alles, wir standen am Kühlschrank und hatten... Mensch, Junge, jetzt guck doch mal richtig hin, Junge. Ich hab geguckt. Unterbrich mich nicht. Und dann haben wir alle immer so geguckt, ob das Licht ordentlich ausgeht im Kühlschrank. Waren wir doch alles so. Auf jeden Fall. Wie weit kann der Kühlschrank zugehen, ohne dass das Licht ausgeht? Ja. Und wir haben auch ganz vorsichtig aufgemacht und gucken, ob da einer das Licht anmacht. Genau. Auf jeden Fall. Wird doch keiner erzählen. Der tut gut. Der Magenfein geht? Ja, es ist halt so. Die letzten Tage so ein bisschen so drin, ihr habt ich fahre in die falsche Richtung, Kollege. Ja. Ich will mal kurz an der Tankstelle mich wieder aufladen. Ich habe da ein Flamenco. Ein Flamenco? Ja. Ja, den kann ich auch gleich mal mitnehmen. Aber erst die Tankstelle. Du sollst ihn nicht kaputt machen. Ach, alles gut. Das können die ab.
ab durch die Hecke. Flamingo in der Nähe. Hm, wo nur? Da. Da. Also ich bin die Pferd nicht so, nee. Nee, ich auch nicht. Im normalen Straßenverkehr? Ach, du warst nicht so. Nee? Hast du nicht beim Kühlschrank geguckt? Ja, alle gemacht. Ja. Aber so was von. Ja. Das oder mal, was war das noch? Was war denn das noch? Zu viel in unserer Kindheit. Bin toxisch, du fährst wie der letzte Henker. Ja, ich hatte gerade nichts zu tun. Du hast eine Einladung. Ich habe eine Einladung. Habe ich schon angenommen? Ach so. Ehrlich aus. Ich noch mal mit das ist aber nur im Spiel so. Ja, also, ich meine, ich möchte ja Frau und Kind beschützen und da fahre ich bestimmt nicht wie der letzte Idiot. Nee. Nee, nee, nee. Das macht er. Nee, nee, nee. Da fährt er ganz vorsichtig. Ja. Zügig, aber vorsichtig. Nee. Doch. Richtig. So, ach, jetzt hat er auch den F40 ausgepackt. Alles raus, was keine Miete zahlt. Grundsätzlich, in diesem Stream immer, hier nimmt keiner ein Blatt vom Mund. Da hat er auch den F40 genommen. Jetzt gibt es einen F40-Battle. Schieb dich doch mal aus dem Weg da. Aber ich glaube, seiner ist besser aufgetuned. Werden wir ja sehen. Und werden wir ja sehen, ja. Aber er hat ja geschrieben, er wollte ganz entspannt. So. Was, du wolltest eine Blumenbank pullen? Was? Bei mir war es nicht die Blumenbank, bei mir war es der Wäschekorb. Omi hat zu mir mal gesagt, wenn wir unterwegs waren und ich pullern musste, ja, hat sie gesagt, komm Sarah, wir gehen Blümchen gießen. Mm. Na, guck mal, da unten ist er. Blümchen gießen. Jetzt hat er seinen F40 ausgepackt, jetzt hat er ein bisschen mehr Kochonis. Mal gucken, wie wird. Von wegen, was du cool. Ich habe ja mehrere Flaschen. Den Tipp von Ede Wolters habe ich mir zu Herzen genommen. Der war schön. Der war richtig nice. Aber er hat wahrscheinlich einen großen Turbo. Hey, geh weg jetzt. Heck. Heck. Er hat wahrscheinlich einen großen Turbo. Ich habe nämlich am Tag immer. Warum dreht denn dein Controller? Ja, weil ich durch die Gegend hüpfe. Das ist ja wie so ein Telefon, Junge. Das war verkackt. Ja. Wenn du übrigens Nacht machen willst, Max, sag nur Bescheid. Also, wir können auch gerne noch Heat 3 Rennen fahren, Heat 5 Rennen, je nachdem wie uns ist. Ja, er hat Großturbo. Dann setzen wir mal hinterher, dass er sich ja nicht so weit absetzt. Ne? Aber er wird die Nitro-Aufladung drin haben. Wer denn da? Der hat den Streckenvorteil ausgenutzt. Misst mal die Straße aus, oder? Er hat mal die Straße ausgemisst, genau wie ich gerade. Hat sie bei dir auch immer gesagt, ja. Die Omi. Omis sind schon was Tolles, oder? Ja, ich finde, jeder sollte eine haben. Ja. Ich hab keine. Oma war immer, du bist hungrig, geh zu Oma. Dann bist du definitiv nicht mehr hungrig. Ja. Ich hab keine. Meine Oma hat mich auch immer erst weggelassen, wenn ich nicht mehr hungrig war. So, für meine Mama war es dann so nach dem Motto, willst du noch was essen, Kind? Nee, ich war bei Oma. Alles klar. Alles klar, gut, danke, reicht. Ich denn hier? Weil du bei Oma Ja, bei der anderen Oma war ich nicht so oft, weil die war. Oma Adelheid war halt näher dran. Ach so. Ja, bei euch im Dorf, aber. Die hat zwei Straßen weiter gewohnt. Ach so, und Oma wohnt ja im Dorf weiter. Die wohnt ja ein Dorf weiter, genau. Aber ist doch auch nicht weit. Nö, grundsätzlich nicht. Ne? Am Ende habe ich gefailt. Hat du verkackt? Ja. Wack. Ah, such dir schon mal das nächste Spiel aus. Ich gehe mal kurz ein Stück Tee wegbringen. Lässt du mich mal raus, bitte? Danke. Tut. Max sucht schon. Nein, nein. Du stehst mitten auf der Straße. Ich fahre mal ein Stück zurück. Nur ein Stück. Lalalalala. Ja, Max, mach schnell. Mach schnell eins aus. Hm.
keine mehr, noch nicht mal Opa und Uroma. Und Uropa. Ja, ich habe auch keine Oma mehr. Und kein Opa und. Ja, und. Uroma habe ich auch nicht. Aber Max, du warst zu langsam, Max. Was machst du denn da? Wir haben alle gesagt, ich soll jetzt schnell fahren, aber Max hat noch kein Rennen gefunden. Nee, außerdem müssen sie dafür bezahlen, dass sie dich fahren sehen. Na, das wird ja einige im 12-Stunden-Stream werden ja machen. Aber nicht beim Metro. Spiele ich nicht damit. Tschüss. Was heißt denn tschüss? Wieso? Soll ich ins Bett gehen? War schön mit euch, oder wie? Ja, ich mach dann weiter. Nö. Ja, ich lach ihn, deswegen hab ich das ja eingerichtet. Ich mach dann für dich weiter, wenn du müde bist. Aber auch nur, wenn die gute fit ist. Max, bist du in der Garage? Sache an die Macht. Ja, ich soll an die Front zu bespielen. Na toll. Ist er Garage oder? Ich weiß nicht, wo er ist. Auch nicht. Ich würde mich gerne ab. Great einbauen, das gucke ich gerade mal. Nee, da ist er. Ich such gerade. Genau, Brown Power. So. Ja, für Liebe müssen wir auch zahlen. Oh, jetzt fängt das schon wieder an. Jetzt geht das schon wieder los. Stop. Aber Cindy hat das übrigens verstanden, wie ich das gemeint habe. Ah, war zu langsam, scheiße. War zu langsam. Da, guck, Liebe. Ja. Wollt du kaufen, Max? Dekoman, nicht die Liebe selber. Ich wollte eigentlich noch mein McLaren nehmen. 5K-Punkte benutze ich doch dafür, ihn zu sehen und nicht. Ihm Ruhe zu besorgen. Ich weiß nicht, wofür die 5K sind. Keine Ahnung. 5K? Warte, ich schau mal. Irgendwas war mit 5K. Ich schau mal. Schau mal, was 5K ist. Schau. Schau wem? Na, achso, lass mal deine Frau 15 Minuten fahren. Ah ja, okay, ist klar. Ach, heute ist entspannt, war. Also ihr könnt jetzt hier so nahtlos bei Need for Speed fahren. Ja, und du wolltest erst gar nicht fahren. Ja, irgendwie. Also erst gar nicht pro Stream. Ja. Aber man muss ja auch dazu sagen, oder Schatz, Real Life geht immer vor. Ja, das ist ja auch richtig. Familie und Arbeit hat immer den vorderen Rang. Das ist ja auch richtig. Ich bin nur am Überlegen, habt ihr vielleicht eine Idee, also der ganze Chat, habt ihr vielleicht eine Idee, wenn sowas mal spontan an einem Tag, weiß ich nicht, ich übernehme noch einen Dienst, hab dann 10 Stunden Arbeit und mit der Kleinen ist dann irgendwie was, wie ich euch dann in Kenntnis setze, das habe ich noch nicht ganz raus. Über den Discord, ja, aber da erreiche ich vielleicht nicht immer alle, weißt du? Also die auf Twitch so reingucken wollen, die sind dann bestimmt enttäuscht. Weil sind ja nicht alle auf dem Discord. Weiß nicht, WhatsApp-Gruppe oder so, weil... Nee, eine WhatsApp-Gruppe ist doof, ohne das jetzt persönlich zu meinen, ja. Aber ich würd meine Telefonnummer halt ungern weiterreichen. Facebook-Gruppe? Könnte Facebook-Gruppe wäre noch eine Idee? Oder Instagram-Gruppe, aber gut, alle hat auch nicht jeder Instagram. Nee, ist richtig. Aber ich meine, so Facebook und WhatsApp hat jeder. Hm. Ja, aber wie gesagt, WhatsApp ist halt immer mit Telefonnummer. Guck mal, Elamina sagt Respekt an dich, an dein Engagement. Jo. Weil nachdem dienstreichen Nachmittag, Abend, hätte die... Nicht gedacht, dass ich noch streame, war. Da hätten sie gar keinen Bock drauf. Ja, wie gesagt, er kam auch, also er hatte mich dann auch angerufen, um mir Bescheid zu sagen, dass er jetzt auf dem Weg ist. Und... dann hat er auch gesagt, ja, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt mich überhaupt dann noch streame und weil das war einfach ein scheiß Tag und pipapo. Er ging eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das war dann so. Ja, aber so. So lustlos. So, ja. Und dann sagte Mausi aber, naja, komm, wir haben es denen versprochen, ne? Es ist nun mal Montag. Ja. Und so sitze ich hier und fahre und quatsche dusselig Zeug. Dann gibt es noch die Socials. Ja, Socials gibt's. Also Cindy hat kein Insta und sie war YouTube Community Post. YouTube Community Post? Erklär mal bitte kurz, was das ist. Also ich lade zwar immer meine Videos auf YouTube hoch,
dass man die quasi im Archiv hat. Und, ne? Also ich weiß, 5 Leute haben abonniert, ich weiß aber nicht wer. Ich hab... YouTube Community Post, erklär mal bitte, was das sein soll. Hoppla. Da war eh zweiter. Das verstehe ich jetzt auch. Facebook-Gruppe klingt super, er konnte doch kleine Leute fehlen. Quälen, nicht fehlen. Achso, ja. Ja, hat er schon erzählt, was er gemacht hat. Jo. Meine Meinung hat er dazu gehört, weiß er. Ja, aber das ist aber schön. Aber das muss auch sein. Bing? Hm? Bing? Ich weiß nicht, was Elerina mit Pink meint. Ich weiß auch nicht, was sie mit Pink meint. Max hat dein Spiel verlassen. Das ist ja spannend. Warum macht er denn so weit? Genau richtig gemacht. Ja, dann kann ich erstmal zur Garage. Kann ich mir erstmal für jetzt den... bin ich total verwirrt. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Also ich bin doch noch schneller. Ja klar. Komm hier, hast einen Orden. Schneller Typ. Aua. Naja, ich jetzt. Ja, das muss gerade bequem. Dann rutsch ein Stück rüber. Ich rutsch ein Stück rüber. Ich kann hier nicht weiter ran. Aber die Meldung bei YouTube kommt immer 2 Tage später. Die Italiener haben geschrieben. Ach, die stimmt, er wollte heute noch ein Hübeln gehen. Sich achtarmig ein reinorgeln. Ach so. Stand irgendwas mit Ping? Geht aber nicht. Das ist aber komisch. Habe ich eigentlich nicht eingestellt. Ping? Ich weiß nicht. Jo. Nitro-Auffüllung. Silbeplay hat mir mal ein Bild geschickt von einer Community. Okay, alles klar. Unter der Liste? Na, Command-Liste. Hm. Ich weiß nicht, du hast doch. Vielleicht ist das normal irgendwie. Aber der Funke, also den kannte ich nicht, weil den habe ich selber nicht eingereicht. Ja, gucke ich mir nach dem Stream mal an. So, extra Nitro. Ich brauche eigentlich noch Teile. Ultimativ Plus fehlt mir noch. Hier fehlt mir auch noch das Plus. Hier gibt es keine Ultimativ Plus. Also musst du Nacht fahren, ne? Ja, zweimal müsste ich noch den Heatrennen machen. Dann musst du rüber in die O-Punkte. Dann musst du rüber in die O-Punkte. Ja. Hm? Ja! Ah, okay, ja, klar. Tippen? Ja, tippen ist Spenden. Wo? Oh. Spenden. Das ist lustig. Hier vorne sind meine Füße total warm. Und hinten sind die eiskalt. Nein, eiskalt nicht, aber ein bisschen kalt. Komisch. So. Ich habe komische Füße. Ich mag sie. Komm, wir fahren noch ein bisschen mit dem McLaren. Aber du massierst sie nicht. Nö, ich mag keine Füße. Müssen mal zwischendurch die Commands probieren. Du, immer probier dich aus. Immer probier dich aus. Ich würde sagen, ja. Wir machen eine Facebook-Gruppe auf und da kann man auch die Werbung posten. Ja, kann man machen. Oh, nee, Mila findet das nicht gut. Mila, die sind nichts gut. So, nein. Ich muss jetzt mal hier kurz noch das Badage perfekt. Mac Moss, hallo, grüß dich. Hallo. Schön, dass du mal reinschaust. Auch schon einer, der lange, lange, lange folgt. Hallo. Mac Moss folgt schon ewig lange. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. So, hier haben wir nur 6-Gang-Getriebe, Streckendifferenzial. Gut. Machen wir ein bisschen durch die Nacht. Ja, ich weiß. Sarah, kalte Füße sind perfekt im Nacken der Männer oder in... Das mag er überhaupt nicht. Aber er ist genauso. Stimmt. Du bist genauso. Wie seit du schwanger bist, tatsächlich nicht mehr, ne? Doch. Was? Hallo? Sprich den Namen bitte wie Dave mit M aus. Math Moss. Das hat so richtig gerattert. Das hat er, aber es waren so original gerade die Zahnräder, die sich oben irgendwo verkeilt haben. Aber bei mir auch so. Warte, ich hab's gleich. Ach, Maeve.
Siehst du? Ach, ja. Maeve Moss. Okay, gut. Ich versuche es mir zu merken. Wie geht's dir? Hast du einen entspannten Montag gehabt? Ich denke, du willst Nacht fahren. Nee, ich will erstmal tatsächlich... Ich will tatsächlich erstmal hier voll fahren. Ich brauche nur noch 1,8 Millionen. Autofahren und konzentrieren. Ja, das geht nicht. Ja, beides zeitgleich. Das kann er nicht. Je mehr ich trinke, umso größer ist die Pappkutsche. Ja, das ist Tee. Aber er will. Kennst du doch bestimmt von Arbeit. Auf Arbeit kann er bestimmt auch nicht zwei Dinge gleichzeitig. Doch. Kinder anschnauzen und atmen? Gar nicht. Oh, das ist ja jetzt auch nicht schwer. Das ist ein anderes Arbeit, Schatz. Guck mal, wie der in die Kurven reingeht. Ich bin durch deine... meine... Gott! Ich bin durch meine Verlobte bei dir gelandet und freue mich, dich auf unserer Hochzeit mal wieder zu treffen. Ja, wir versuchen unser Möglichstes, ne? Bei uns ist aber, wie gesagt... Ach, jetzt. Das ist der Freund von der Witch Green Witch. Ah! Von der Cassandra. Jetzt hat's Klick gemacht. Ja, jetzt weiß ich auch. Übrigens auch für dich, ich weiß nicht, ob du es beim letzten Mal mitgekriegt hast. Sie möchte im Internet nicht mit ihrem realen Vornamen angesprochen werden, deswegen Witch oder Cassandra ist ihr Spitzname. Hallo! Oh, das ist unbändige Freude. Hallo Madeleine, schön, dass du auch reinschaust. Haben wir sie so genannt bei ihrem richtigen Namen? Hallo! Ja. Also ich, vor allen Dingen ich auch, und sie hat es mir beim letzten Mal mitgeteilt. Ach so, geh doch mal weg. Ja, gut zu wissen. Habe ich mich... Ja, also auch für dich, die möchte halt nicht bei ihrem Klarnamen. Ich fühle mich gemobbt, ich habe keine Einladung bekommen. Wie keine Einladung? Keine Benachrichtigung? Die werden eigentlich immer automatisch verteilt. Ja. Das wundert mich jetzt. Das ist komisch. Ich muss mal kurz in mein E-Mail-Fach schauen. Du schau mal kurz, kannst du langsam in dein E-Mail-Fach schauen. Also dein Stream lag wirklich. Echt? Ja. Leckt da oder bleibt da stehen? Also bei mir steht da gerade auf dem Telefon. Aber die Kamera ist zeigt. Steht. Und Madeleine hat keine Benachrichtigung bekommen. Warte mal nochmal neu. Steht der Stream bei euch auch? Ich habe auf Pause Hier bitte, Clip einfügen. Richtig gut. Dein Stream laggt. Nö, ich habe auf Pause. Kann das mal bitte einer klippen? Danke. Oh weia. Das ist ja peinlich. Oh. Dafür gibt's die Clips. Oh. Ich schau mal kurz, ob ich... Mich hat jemand angerufen. Wer hat dich dann angerufen? Oh mein Gott, vor zwei Minuten. Entschuldigung. Siehst du, ich bekomme hier nichts mit. Nichts bekommen. Ja. Nicht mal, dass der Stream pausiert ist. Mann! Ach komm. Bei mir läuft er jetzt flüssig. Ja, dann war das nur die Anfangsschwierigkeit quasi. Mann, ich habe immer noch keine E-Mail. Ach, nur entspann dich. Aber ich bin so aufgeregt. Lass sie ihren Job machen, Schatz. Weil ich fragen wollte, ob ihr... Wow! Wow! Tänzchen und bleib auf dem Rücken liegen. Hallo? Ja. Also ich wollte fragen, ob wir heute nicht live gehen. Doch, natürlich. Doch, wir sind doch. War mit Verspätung heute? Ja, wir hatten heute ein bisschen Verspätung. Ich musste heute ein bisschen länger arbeiten, wegen Versammlung. Und dann wollte ich auch noch Körperhygiene betreiben. Was mach ich denn hier? Ich bin total lost. Was? Ja. Haben wir keine Einladung. Ich komme morgen oder so. Hat die E-Mail? Ja. Ja, ich brauche doch. Oder die Einladung von Madeleine kommt erst morgen. Kein Quatsch. Nur ein kleiner Spaß. Auf dem Weg. Vorhin, ne, wo ich doch denn dahin gefahren bin. Ja. Und du hattest dann eine Einkaufsliste gemacht, ne, wegen Netto und Lidl und... Ja.
fahre dann da so und gucke so. Ich so, oh, guck mal, ein Netto. Oh, guck mal, Lidl. Nee, aber du hattest Anlass zu... Naja, und bei Netto wollten wir ja auch den ganzen Palette Energy holen und das hätte ich doch nicht schleppen können. Nee, das ist für mich... Ja. So, Maeve Morse, habe von Witch schon gehört, dass sie es noch nicht wisst wegen ihr Familienzuwachs, ja. Ja. Ganz, ganz klassisch wissen wir noch nicht, ne, wie sich die Kleine entwickelt. Wir hoffen natürlich, dass alles super glatt läuft. Ja. Ne, und... Entschuldigung, ich habe gerade Madeleine ihre Nachricht gelesen. Man soll sie nicht mobben, dann ist sie doch traurig und sie ist doch nicht schon schön. Ich bin verwundert über die Nachricht von Cindy gerade mit dem herzlichen Glückwunsch. Na. Ach ja, ich stehe doch so ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, jeder hat die Erlaubnis zu klippen, liebe Play. Jeder. Ja. Jeder darf ja. klippen. Jeder darf klippen. Dafür gibt es die Funktion. Den ganzen Tag hat sie geschlafen und jetzt ist sie aktiv. Die ist so richtig doof heute. Ja, ist wie Mutti. Abends Hunger und dann Jippie. Ach so, ich dachte gerade, ist wie die Mutti. Die ist auch doof. Aber nicht posten. Doch, kannst eigentlich, du. Eigentlich kann man Flips hier reinposten. Ansonsten ja. schickst du das per Flüsternachricht an Cindy. Die auch kann das dann hier reinposten. Dann könnt ihr euch das hier gleich direkt angucken. Wann hast du denn deinen Termin? Oh. Ich wollte doch in die Garage, ich pop's. Warst du doch gerade. Nee, ich weiß nicht. Guck mal, Siebeplay kann nicht. Das ist wie bei Max, da kommen ja diese drei Sterne. Bitte an Cindy schicken. Oder? Ja, ja, ist eigentlich egal. 18.8. 18.8. Ja. Oh, da ist doch. Ach ja, hatten wir ja gesagt, weißt dass ich da nicht mehr. Was haben wir denn da? Erziele zwei Sterne in einer Speedtrap-Aktivität, während du. Oh verfolgst. Nein, falsche E-Mail. Ich bin so aufgeregt. Weiter Termin steht noch nicht. Okay. Ja, sobald du da was weißt, sag einfach Bescheid. Werden zwei Sitzungen? Oh, wird groß. Ach stimmt, du wolltest nicht klein anfangen. Du wolltest gleich, ja. In Henningsdorf? Ich denke, die ist in Berlin. Ja. Eine weitere ehemalige Kollegin kommt auch mit Kind und Mann. Na, ich weiß schon, wer es ist. Ah. Hm? Nee. Doch. Nee. Doch. Hä? Ja, genau die. Der hat aber Spaß da. Der hat Spaß. Nö. Wie nö? Ja, ich weiß nicht, nö. Ach so, wegen... Aber hattest du nicht gesagt, dass die auch in Berlin sitzt? Henningsdorf und ich hab... Mhm. Ja, ich weiß, dass du keine guten Erfahrungen mit Henningsdorf hast. Wie gesagt, ich würde dich voll gern begleiten, aber bitte her. Aber noch einen will ich nicht, sonst muss ich die ganze Nacht pullern. Weil da ist die Kleine halt schon da. Ja, ist dann da so. Ist die Kleine definitiv schon da. Ja, das wäre dann doof. Das wäre dann doof. Ah, ist wohl wahr. Er hebt ab. Ja, Seba hat den Clip gemacht, wo ich dann so auf der Rennstrecke mache. 5 Stunden sind angesetzt, das wird nichts haben, sagt Madeleine. Also so lange kriegst du die Kleine in dem Zeitraum nicht beschäftigt. Und sie naja, hoch... steht auch still, als wenn ich still kann. Ja, nee, das ist Quark. Oh. Also die ersten 2-3 Monate sind natürlich die entscheidendsten und drittesten. Noch ein Energy und dann Zähneputzen, die machen ab ins Bett. Genau. Ja, nee, Energy ist heute nicht. Nö, ich hatte meinen Kaffee vorhin. Das reicht mir. Aber ich hab noch was. Ja, kannst du das finden. Prost gleich hin. Ja, natürlich pennt der Kumpel noch überwiegend die meiste Zeit, aber wenn sie dann doch mal wach ist, dann muss ich sie stillen und. Das ist doof. Wäre aber zu aufwendig und zu teuer zur Zeit. Magst du uns mal beschreiben, was das für eine Tätowierung wird? Ich bin mal kurz Pipi. Ja. Weil Tee, ein Stück Tee wegbringen. Dann muss ich mal los. Achtung. Jo.
Ganz entspannt ins Bett hab. Goodbye! Wer hoppelt ins Bett? Elarina ist, bringt mal ihr Krümelina ins Bett. Schöne Grüße! Und wenn du nicht lieb bist, dann kommt der Willi und holt dich. Nein, hallo! Naja, ich bin's gewohnt, dass man Kindern mit mir droht. Ja. Dankeschön, den wünschen wir dir auch. Und eine. Lieber Freddy, ja, lieber Freddy, genau. Hat sich da jemand verabschiedet? Hab ich doch. Hörst du mich überhaupt? Bringst du die Kinder ins Bett? Aber sie hat auch beigemacht. Okay. Ja, ich gehe ja schon. Wusch. So. Lieber Freddy, hast du hier reingepupst? Nein, ich hab nicht gepupst. Boah, ist das warm hier drin. Ich bin halt heiß. Toxi hört nicht zu. Nee, hört er nicht, er war ja auf dem Klo. Der hört nie zu. Dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen. Ja, wir sehen uns morgen. Was? Zu monoton? Zu monoton? Ja. Goodbye! Winke, winke! So, geh mal auf Platz hier, mach mich mal weg. Goodbye! Ach du Scheiße. Madeleine, hast du dir wehgetan? Die ist von übern geschaut. Warum macht man sowas? Hast du dir wehgetan? Ich hoffe, dir geht's gut, ja? Feier. Kann doch nicht einfach. Kann doch nicht einfach über den Geschirrspüler absteigen. Ich hab mega gelacht, ja. Oh, weia. Das ist schön. Wenn man da selber noch drüber lachen kann, dann ist alles putti. Geh mal weg jetzt. Wir sehen uns morgen. Hab ich was verpasst? Nee. Wieso kommst du dich morgen abholen? War das schon beschlossene Sache? Ich weiß noch nicht. Bei 28 Grad, du solltest vielleicht noch. Ja, ich brauche Vitamin D. Nein, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Okay, das ist immer so spontan. Wenn es jetzt zu warm ist, bleib lieber zu Hause. Nee, das ist. Also, wenn ich dich abhole, das ist dann immer so. Och ja, jetzt. Och, Haushalt ist fertig, Essen ist fertig, weißt du so. Hm. Habe ich den Herd ausgemacht? Doch, der war offen und TikTok lief und Buletten auf dem Herd und Spüle ausräumen. Da bin ich einfach drüber. Jetzt habe ich eine Schramme am Bein. Ach Mensch. Aber das ist auch so typisch mein Talent. Ne? Wie gestern im Stehen. Barfuß im Stehen umknicken. Barfuß im Stehen umknicken. Das kann sie. Aber das kann sie gut. Ja. Und zwar ja immer noch, ja. Ja. Weil eigentlich ist das ja nicht lustig, ne? Auch wenn man nicht selber lustig findet, dann kann man das ganz gut verkraften. Ich weiß, warum ich diese Strecke hatte, die ist ewig kurvenreich. Das ist eigentlich Klong. Eine gute Driftzone eigentlich, oder? Ich glaube, das ist sogar außerhalb des Rennens, ist das glaube ich sogar eine. Na? Gut dunkel. Gut dunkel draußen, wa? Er hat heute einen anstrengenden Tag. Oh, guck mal, Polizei. Oh, ja, morgen ist erstmal Waschbad, genau. Morgen muss ich erstmal ganz viel Wäsche waschen. Oh, guck mal, weg. Fein, na dummer. Ja, das glaube ich dir, dass du dich schon mega ausfällig freust. Das glaube ich dir. Das glaube ich. Ui, der Winkel war ein bisschen zu eng. Eine Waldlichtung mit drei Tieren und einem Grabstein im Vordergrund. Und vielen. Vielen Dank, habe ich gerade gelesen. Vielen Details, nicht an. Und vielen Details, ja. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig. Also gerade schon die Waldlichtung so an sich stelle ich mir extrem aufwendig vor. Aber jedes Tattoo hat eine Geschichte und jeder identifiziert sich ja auch damit. Sollte jedenfalls eine Geschichte haben, ne? Also naja, es gibt auch Tattoo eher so nur meine Meinung, ne? Just my two cent. Man möge mich korrigieren, wenn man einer anderer Meinung ist. Es gibt auch tatsächlich Tätowierungen, die haben einfach keine Bedeutung. Also niemand kann mir die Bedeutung von einem Arschgeweih erklären. Ich, naja, hätte, jetzt andere, ich hätte jetzt noch andere Worte dafür, aber nein. Ich weiß schon, worauf du hinaus wollt. Zum Beispiel, ich war mal in der Kita und die Kita-Leitung, die war halt nicht nur Leitung, sondern halt auch Erzieherin. Mhm. Also war halt immer mit in irgendeiner Gruppe mit bei. Ja.
Und die war halt voll so mit Disco-Punkte. Disco-Punkte? Mit O-Punkte. Mit Disney-Charakter. Sprechen ist heute nicht deins, war mein Schatz? Nee. Mit Disney-Charaktern und auch hier oben, auf dem Arm, hatte sie. Wie war das, am Arm oder an der Wade? Jedenfalls an der Stelle, wo man das halt so im Sommer so deutlich sehen kann, hatte sie Voldemort tätowiert. Läuft. Und darunter war dann so Winnie Pooh mit einem aufsteigenden Luftballon. Also das hat für mich einfach keinen Sinn ergeben. Das ergibt so definitiv null Sinn. Weißt du, und das, also zumal Voldemort wurde auch nicht gut getroffen, bin ich ehrlich. Also ja, er hat zwar eine platte Nase, aber der hat also eigentlich gar keine Nase, aber Und Voldemort so, ey, lass mal ein Nasenpiercing machen. Den hab ich vor meiner Nase, ja, und man muss volljährig sein. Genau, und man braucht die Einverständniserklärung der Eltern, ja, genau. Lieber Harry. Ja, ja. Nee, aber weil das hat so null zusammengepasst und dann hatte ich sie halt auch einfach mal gefragt. Und ihre Erklärung war dann einfach nur, dass sie generell so Disney und Anime und, also die hatte alles voll, also von Disney, Anime und so sämtliche Charaktere aus sämtlichen Filmen waren halt so auf ihren Körper. Ach da, die drei. Da hast du ja auch gesagt, ich so, naja, aber Winnie Pooh mit einem aufsteigenden Luftballon unter Voldemort. Das da brauche ich. Macht für mich keinen Sinn. War die Kita in der Nähe von der Frankfurter Allee, fragt Maybos? Nein, das war, das war in Ahrensfelde eine Kita. Wie habe ich den Namen da? Nee, lass mal nicht live machen, bitte. Nein, also, ja? das war Ahrensfelde? Ja, eine Kita in Ahrensfelde war das. Nachher kriegen wir hier noch auf den Hautdeckel, weil die sich irgendwie auf die Lipse treten können, weißt du? Nee, lass mal nicht machen. Nikita in Ahrensfeld. Hat mit dem Grabstein und dem Graben begonnen und sich den Kopf weiterentwickelt. Ja. Das, wie war das mit dem Tätowieren? Ich kenne keinen, der ein Tattoo hat und sagt, ich bin fertig. Doch dich? Nee, ich bin noch lange nicht fertig. Und wann willst du denn jetzt noch tätowieren lassen? Ich hab auf jeden Fall noch was wegen meiner Kleinen, die auf der Welt ist. Ja. Also ich nicht. Du musst ja auch nicht, das ist ja auch eine eigene Entscheidung. Ich bin ein kleiner Schiffer. Oh, guck mal. Da kommt einer mit sogar. Oh, guck mal, er ist wieder weg. Okay. Achso, schon weiter 1000. Ja, das glaube ich dir. Du hast ja letztens schon erzählt, Marlene, dass du dein komplettes Bein ja voll machen willst. Glaube ich dir. Geh zurückerstattet. Hä? Was denn nur kaputt? Keine Ahnung. Ich bin einfach solo. Ich bin einfach solo. Ich bin solo. Echt? Seit wann denn das? Das Bein ist fertig im Kopf. Oh. Ja. Im Kopf ist alles fertig. Ich kenne eine Kinderladenleiterin, welche auch viele Charaktere im Film auf dem Körper hat. Okay. Nee, das war halt kein. Das war kein Kinderladen, sondern richtig Kita. Das war eine Kindertagesstätte. Ich geh mal weg hier. Wenn ich den auf dem Weg gebimst, jetzt geht's wieder. Aber zwecks Bedeutungen von Tattoo. Mein Großmund hat auch keine Bedeutung. Nur just for fun. Aber der Rest hat eine Bedeutung. Naja, also. Wenn es nur so bei einem Tattoo ist, sage ich mal, ist das jetzt auch, glaube ich, nicht so dramatisch. Aber ja, der Rest sollte, also so sehe ich das. Ja, es sollte alles schon so seine Bedeutung haben, aber es gibt und es sollte halt auch gut zusammenpassen. Es gibt tatsächlich Tätowierer, also das weiß ich aus eigenen Bekanntenkreisen, es gibt Tätowierer, die weigern sich tatsächlich, eine einzelne Feder oder ein Unendlichkeitszeichen zu tätowieren. Echt? Weil es einfach so oft einfach nur aus Nonsensgründen. Wow, der hat aber scharf.
aus Nonsensgründen genutzt wird. Ja. Ne? Also, weil die Leute mal denken, Unendlichkeitszeichen. Aber es hat so ein Unendlichkeitszeichen, kann halt auch verschiedene Bedeutungen haben, so meine ich jetzt. Ja, klar, aber das ist, viele tätowieren sich ja, um individuell zu sein. Ja, ja, gut. Aber viele Tattoos brauchen nicht unbedingt eine Bedeutung, Hauptsache das Gesamtbild passt. Ja, das auf jeden Fall, ne? Das auch auf jeden Fall, ne? Also manche tun es einfach nur des Tätowierens wegen. Mhm. Ui. Ui, 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 ui. Ui! Ui, hat's gemacht. Die Tiere stehen dann für meine Großväter. Hm? Sehr nobles Motiv. Ich werde mir wahrscheinlich, wenn es das wird, was ich denke, wenn die Kleine auf die Welt kommt und das entsprechende Sternzeichen hat, dann bin ich auch am Überlegen, mir kunstvoll das Sternzeichen als eigenes zu tätowieren. Na, wenn sie wirklich am 25.07. kommt, dann ist sie doch noch Krebs, richtig? Nein, dann ist sie ein anderes Sternzeichen. Dann ist sie Löwe. Oh! Es gibt in meiner Familie gibt's keinen Löwen. Gibt's bei dir einen? Ich bin mal lecker. Nö. Nö. Weil bei mir keiner in der Familie im Juli Geburtstag hat oder so. Okay. Wir haben Fische. Wir haben einen Fisch. Nee, Quatsch. Wir haben zwei Fische. Oh. Ich weiß nicht. Madeleine, du bist da. Und ist Madeleine nicht auch? Nee, Madeleine ist nicht. Madeleine ist keine Löwe. Madeleine ist Stier. Hier. Ja, stimmt. Blub, 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 ja. Also, warte mal kurz. Wir haben Fisch, Stier, Krebs, Wassermann. Skorpion haben wir noch, genau. Sind hier Skorpion, genau. Und haben wir denn noch? Das kann ich dir nicht sagen. Oh. Viele. Ja. Nein, klar. Gut, klar. Die sind nicht gut. Ich glaube, Wassermann haben wir auch. Ein Stier, wie er im Buche steht, ja. Alleine ist ein Stier, wie er im Buche steht. Wassermann, Zwilling, Stier, Krebs. Ja, genau. Wer ist denn Zwilling bei uns? Schütze? Zwilling ist 20. Juni. Bis 21. Mai bis 20. Juni. Das ist Zwilling. Dann haben wir keinen Zwilling. Oh. Mann! Mein Herr. Unser letzter Tanko. Ja, irgendwie schon. Ich verstehe. Nee, ich verabschiede mich hier. Vergiss es. Diese Kollege. Schütze, wann ist der Quatsch? Schütze ist Richtung November. Naja, wir haben. Also, Tini ist Kopfhörer. Dann haben wir noch. Der Dicke, der hat im November. Ah. Und Miss. Miss? Miss, ich weiß alles besser. Miss Klugreiserin in Mini. Nein. Ja, die hat auch noch. Warte mal. Der kleine Dicke, der hat ja auch noch im November. Nee. Ich muss mir mal die ganzen Geburtstage aufschreiben. Merken wir das nicht. Das sind mir zu viele. Hier ist eine Danke. Das sind mir zu viele Geburtstage. So, und jetzt? Ende November bis Mitte Dezember ist Schütze. Ah, ja. Dann ist der Dicke Schütze. Danke für die Information. Ja, dein weiß ich jetzt auch. Martin. Ja. Ich bin ehrlich, wusste ich vorher nicht, bis du mir das gesagt hast. Bin ich ganz ehrlich, Asche auf mein Haupt, so. Die Teil gesaved.
Asche auf mein Haupt, wirklich. So, was hat er gekriegt? Nix. Nix. Ein. Hey, mach's dir bequem. Es war ein anstrengender Tag. Neues gekriegt? Neu? Kann ich ja gar nicht. Hab ich ja schon gehabt. Hier brauche ich die ultimative Plusteile. So sensationell ist das alles gar nicht. Mein Cousin hat die Porträts von seinen Kindern auf der Brust. Er hat zum Glück einen auf Porträts spezialisierten Tätowierer zu finden. Ja. Also wenn man so... Das ist schwierig. Das ist echt schwierig, ja. Also da einmal die Nadel irgendwie verhunzt und dann war's das. Also. Da brauchst du... gebe ich dir völlig recht, Madeleine. So, Geburtstage. 29.11., 29.11., 24.11., 11.11., 23.02., 24.01., 3.03., 10.05., 5.05., 27.06. Ich bin die Einzige, die im Juni Geburtstag hat. Guck mal, Februar und März, die sind auch alle ohne. Februar haben wir nur einen. So. März haben wir drei Leute. Ja, stimmt. Einmal 3.3., dann 11.3. und 20.3. Und von den anderen weiß ich ja alle nichts. Ich weiß, die eine hat im April Geburtstag. Ja, brr. Aber das interessiert mich auch nicht. Manchmal muss man auch nochmal gucken, gerade sein lassen, oder? Ja. Die haben mir auch nicht gratuliert. Da, nach sowas gehe ich eigentlich gar nicht. Aber ich weiß nur, ich will nächstes Mal Ruhe zu meinem Geburtstag. Ja, also nochmal, wenn ich das auch will. War scheiße. Safe? Was safe? Ich weiß nicht, was safe ist. Also ich weiß, was safe ist. Also darum geht's nicht, aber ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht. Was meinst du? Oder sie meint damit, dass sie mir zustimmt. Das kann auch sein. Wer weiß, wer falsch. Wer weiß, was da los ist. Ja, Brücke? Ja. Ja, den ganzen Tag so arrogant zu stehen, ist halt nicht meins. Um es mal höflich auszudrücken. Komm nächstes Jahr extra vorbei, Ruhe kannst du knicken. Nee. Was? Wie? Mit abgeschnitten. Oder wir sind nicht da. Wir sind nicht da, Punkt. Ja. Oh, echt jetzt? Hier ist alles los, was nicht angebunden ist. Ja. Echt jetzt? Checkpoint verpasst? Gott. Der einfachen Strecke? Wie geht das denn? Ich bin innen vorbeigefahren. Irgendwie so mental ein bisschen gepennt. Ja, was hier? Aber mein Gott, ich konnte auch ganz entspannt nochmal umdrehen. Ach so, er meint auf Arbeit mit Ruhe. Ach. Auf Arbeit Ruhe kannst du nicht. Deswegen bin ich nächste letzte Mal mit Geburtstag nicht da, weil irgendwann, also ich sag mal, nach dem 300. Schüler geht's ja einfach auf den Sack. Ging mir einfach auch noch auf den Sack. Ich glaube irgendwas in den Buletten. Also Madeleine glaubt, dass irgendwas in den Buletten ist. Die hört so lustig drauf. Ja, das ist doch schön. Freut uns doch, wenn sie gut drauf ist. Aber glauben kann sie in der Kirche. Nimm die Rüstung. Ja, ich nehme die Rüstung mit, genau. Zwei Schütze, drei Wassermann, ein Skorpion, zwei Fische, zwei Stiere und ein Krebs. Auch eine gesunde Mischung. Auch Punkte. Ja, Punkte. Punkte sind toll. Das ist wohl wahr. Nee, das kann auch nicht. Ich bin auch Krebs, na ach du Scheiße. So, was habe ich denn jetzt hier? Ich habe 1,04 Millionen. Ich bin auch Krebs. Ich bin nicht Krebs. Nee, du bist Stier. Mö. Das war ja eine Kuh. Ja, okay. Ich will mal kurz gucken. Ja, ganz nach hinten blättern hier. Also du glaubst gar nicht, was heute los war. Auf Arbeit
Erzähl mal. Ja, erzähl. Ich bin Skorpion und habe einen Fisch an meiner Seite. Hm. Ich bin Stier und habe einen Krebs. Ja. Ferrari, la Ferrari. Stiere sind die Besten. Königsecke. Ja, musst du ja sagen. Aston Martin Vulcan. Willst du dir schon wieder ein neues Auto kaufen? Die beiden hier hinten hätte ich gerne. Ja, musst du noch ein bisschen sparen. Der P1 GTR, das ist wohl das Kurvenmonster schlechthin. Und den hier, den... Da glaubt doch kein Mensch, was bei uns los ist. Hm. Manchmal wünscht, sei ehrlich, manchmal wünscht man sich eine Videokamera mitlaufen zu lassen. Oh ja. Wie stimmt. Max hat gar nicht Tschüss gesagt. Hey, wollte halt noch ein, hier. Ja, ich weiß, ein Becher. Der wollte noch einen wegbechern gehen. Nee. Wie nee? Oh, hallo. Hallo, Cassandra. Hallo. Selbst da sagst du was, ja. Ja, aber... So dann, versteckte Kamera. Da kommt man ja wieder mit dem Datenschutz und irgendwelche Schwulitäten. Schutz, was ist das? Kann man das essen? Ja, man kann es auch essen. Aha. Mach doch die Story. Nee, ich will halt wirklich aktiv Geld verdienen. Hallo! Hallo! Aber du kriegst doch da Geld. Nicht viel. Ja, ist ja gut. Brauch halt richtig Asche. Ja. Aber so scheiße. So ein Zufall. Ich bin Fisch und habe einen Skorpion an meiner Seite. Bei mir glaubt es auch kaum jemand. Lauter Bekloppte und dann sind da auch noch Schüler. Ja. Entschuldige mich mal kurz. Und nur kurz. Ja, ich muss halt mal wieder ein Stück Tee wegbringen. Ja, das ich hab den vorhin gesagt, wenn ich den Tee trinke, dann ist. Eigentlich der Gucci Gucci und auslaufen, oder? Ja, die passt aber auch wieder laut, ey. Ja, setz dich mal auf der Couch, dann vibriert die Couch. Brauchst kein. Naja, lassen wir das. Nee, daran habe ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Ich mag deine Art, wie du denkst. Das ist schön. Du hast eine Einladung bekommen. Von wem? Unfassbar ekelhaft. Zu einem Rennen. Kannst du noch annehmen, ich bin gleich ab. Ich nehme an. Du solltest dich beeilen, denn es beginnt in 40 Sekunden. Ja, ja. Hab heute ein Paket. Lesen kann ich heute nicht. Hab heute ein Plakat gesehen vom wegen Zirkus in Walsdorf. Wusste gar nicht, dass wir Werbung machen. Das ist auch schön, ja. Da stellt sich die Frage, wer was ist. Ah, schön. Oh, 4 von 6. Oh, Helios. Oh, geil. Helios ist ein Sprintrennen. Da stellt sich halt auch die Frage, wer denn was ist, Madeleine? Von eurer Crew. Nehme ich jetzt mal den. Weil wenn ich nämlich erste wähle, gibt's richtig Cash. Hä? Gibt's richtig Cash. Money. Das glaube ich, dass ihr euch köstlich amüsiert habt. Wir amüsieren uns immer köstlich. Du bist nicht Phil. Für Madeleine bist du nicht Phil. Muss euch doch auseinanderhalten. Oh. Wirklich Kunterbund ist das. Ja, es passt immer mehr. Okay, ey, vorhin Kaffee getrunken und jetzt so nur schlafen. Nö, alles gut. Money. Mal durch, bitte. Danke. Hier den. Erstmal aufräumen, Felix. Der hat aber die Ziele. Ja, alle wohnen in Berlin, Cindy. Alle. Fast alle. Wieso? Na, sie nicht. Ja, sie nicht. Sie ist aber in Berlin groß geworden. Das ist wohl so wahr. Aber das ist nicht schlimm. Safe, Zirkus Kunterbund, so passend zu unserer Firma. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. So draußen ein Schild dran machen, Irrenanstalt, also Zentrale. Ja. Ich bin bei einer frühen Arbeitsstelle von der Chefin mit den Worten, man muss nicht verrückt sein, um hier zu arbeiten, aber es hilft ungemein, begrüßt worden. Ja.
Du hast mir das Bild geschickt. Ja, ich schau mal gleich. Bei uns hieß es damals immer, sag mal, bist du bekloppt? Wie? Ich dachte, das wäre Grundvoraussetzung, hier zu arbeiten. Ah ja, wie? Hm. Also, von wann bis wann ist denn das? Ei. Da bist du dann entstanden. Da war er doch schneller. Cheat. Ja. Den kriege ich auch nicht mehr. Ist auf jeden Fall passend. Auf jeden Fall. Den kriege ich nicht mehr. Immer noch kein Ding mehr. Muss ich aufpassen, dass ich hier im dritten falle? Mein gegen der Sonne, ey. Ist ja total ätzend hier. Wie war das, wenn mit Jogginghose auf Arbeit zur Arbeit kommt? Der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja. Habe ich gelegentlich. Und Max ist wieder da, er geht doch nicht laufen. Hoppala. Ziehst du uns etwa dem guten Weißbier vor? Das finden wir spitze. Viele haben die letzten 2 Jahre ohne Hose auf Arbeit verbracht. Das ist wohl auch so korrekt. Wie, nur mit Schlippi? Naja, wenn sie im Homeoffice sind. Ach so. Sieht man ja nur den Oberkörper. Ihr könnt ja hier oben nur im Schlipper sitzen und würde kaum jemand sehen. Naja, aber wenn du aufstehst und Pipi gehst, dann sehen sie das. Dann ist was wohl wahr. Oh, er geht morgen erst, Max hat noch Corona zu Hause. Max hat noch Corona zu Hause, ich hoffe, du redest von Bier. Oh, das ist auch lecker. So, gehen wir auch mal viel. Nein, du nicht. Oh, 65.000 ist aber nicht viel. Das ist aber nicht viel. Ich gönne mir auch gerade mal einen Gin. Ja, trink doch alle. Mach doch. Mann, bitte auf. Was schreibst du da? Epischer Takedown? Ja, irgendwie... Gute Trennen, tun wir uns zusammen. Hä, was schreibst du da? Das ist dieses Kurzprotokoll hier. Ja, trink für mich mit. Ihr trinkt alle für mich mit, wer jetzt gerade Alkohol trinkt. So, da hat er noch einen. Fällt gar nicht auf. Nee, bei dir fällt es nicht auf, ob du für mich mittrinkst oder nicht. Not really. Das stimmt wohl. Nehmen wir die Ferrari. Corona Extra, gutes mexikanisches Bier. Mexikanisch? Corona Extra ist mexikanisches Bier? Eine Anfrage annehmen. Du brauchst ja nicht so viel, von daher. Ja, ich bin halt aus der Übung, es tut mir leid. Hab noch Met zu Hause, aber keine Lust drauf. Und Met war doch so ein spezielles Bier, ne? Met ist Honigwein. Vergorener Honig, der mit der quasi einem Wein sehr ähnlich ist, kommt halt drauf an, gibt's auch so, dass der fast schon sirupartig ist, wenn der besonders kalt ist, und der schmeckt halt echt. Ist das nicht das, was. Nee, Thor trinkt kein Bier. Doch. Ja, also kommt eigentlich aus den alten, sag ich mal, meines Wissens nach, man möge mich korrigieren, wenn es falsch ist, kommt aus den alten Wikingerbräuchen. Ja, da habe ich es auch. Wird euch im September gereicht. Na, Maeve Morse und die Cassandra, die haben ja tatsächlich auch so eine Affinität zu nordischen Bräuchen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ne? Und da ist Met natürlich ein absoluter Standard. Also der ist auch wohl, soweit ich weiß, ist der auch nicht unbedingt schwer selbst zu machen. Ja, wir üben wieder, genau. Ja. Da habe ich rausgeflogen aus der Kurve, das ist nicht schön. Ich wollte nur mal ein bisschen konzentrieren, ich will den... Wir kommen zurück, Cindy. Mal so viele Nachrichten auf einmal hier, das ist so... Ja. Wow. Du schaffst das schon, Schatz. Wenn ich nicht grundsätzlich, jetzt ist er weg. Wenn ich nicht grundsätzlich... Wow. Erstmal einen Schluck trinken. Wenn ich nicht grundsätzlich früh trinken würde, würde ich ja bekloppt werden, hat der Sie geschrieben. Hm.
Wir sind ja immer noch für die Einführung einer Schottstraße am Eingang. Einer Schottstraße? Na, das ist so am Eingang, die erstmal einen kurzen genehmigt, bevor du quasi zur Arbeit reinkommst. Aber nein. Sprich im Akzent Plattdeutsch, möchte die Madeleine. Plattdeutsch? Ja. Stell schon mal einen Timer. Waren 5 Minuten, ne? Ja, es sind 5 Minuten. Wie geht? Weiß ich nicht, wie Plattdeutsch geht. Geht doch Hamburg? Ist doch, oder? Nee, Hamburg ist nicht Plattdeutsch. Ich weiß nicht, wie die im Plattdeutsch reden. Auch nicht, ihr habt doch mal Forderungen, Plattdeutsch mal kurz googeln für dich. Wie klingt Plattdeutsch, oder was? Ja. Wie klingt Plattdeutsch? Dann Norddeutsch. Okay, machen wir so. Norddeutsch? Ja, Norddeutsch ist Hamburger. Okay. Dann machst du halt. Moment, ich stelle einen Timer. Damit. Mecklenburg-Vorpommern hat Platt, sagt er. Oma kann Plattdeutsch. Ich kann das nicht. Oma? Plattdeutsch. Also Platt ist tatsächlich eine Sprache, da stehe ich daneben und klimper mit den Augen. Den kann Cheatwetter und Tee. Ja, genau. Oder ein Otto. Otto? Ja, Otto kann auch Plattdeutsch. Otto Walke? Ja, natürlich, wer sonst? Weiß ich doch nicht. Wo ist denn jetzt hier mein blöder Wecker? Weiß ich nicht. Ich habe aber gerade den Checkpoint verpasst. Ich muss mich gerade noch konzentrieren. Also, Timer, letzte. Hase. Hatte da. Hast du den Timer schon gestellt? Ja. Norddeutsch. Ja, ist Norddeutsch. Jetzt versuch das. Hab ich gestellt. Du hast den Timer gestellt. Ja, mit Schuh. Du hast schon wieder ein Timer drin. Checkpoint. Nee, diesmal auch nicht. Stimmt, heißt ja auch Ostfriesenplatt. Ja, das wohl so richtig. Du hast deinem Frauchen ein paar Jahre voraus. War nur ein paar. Das sind so. Was sind da bei uns? So. Neun Jährchen. Ganz tief entspannt. Nein, an die halbe Stunde muss er nicht denken, Marlin. Weil ja der liebe Peter kam von Arbeit und war dann so lieb. Und dann hat er schon vorgearbeitet sozusagen. Ja, dann habe ich ihr gesagt, wie schön sie doch heute ist. Ne? Ja. Die ist ja wirklich hübsch. Ja, hat die gut gemacht heute. Richtig gut gestylt. Ja. Gestylt. Ja. Richtig gut angemalt. Sehr dezent davor gelassen ist. Ja. Und da habe ich ihr gesagt, sie ist doch schon sehr hübsch. Ja, einfach mal so. Das stimmt. Und ich finde, das zählt dann wie 2 Stunden. Tut das Not? Ja, das tut ihm das Tat. Tatütata? Nee, nicht Tatütata. Das tat Not. Die kleine Spitzperle, die braucht dann ab und zu mal. Sammel nicht, das geht! Was machen Sachen da? Max, du musst doch mal die Kommentare. Mensch, du musst doch mal auch die Kommandos lesen. Du kannst nicht einfach immer Kommandos reinzippeln, die es gar nicht gibt. Das geht nicht. Kennt ihr das Motto von der Hochzeit? Ich glaube, das stand auf der Karte mit drauf. Soll ich mal schauen? Ja, die liegt vorne. Ich schau mal. Zumindest kann man sich das bei euch ganz schnell vorstellen. So, hoppala, mein Schuh. Du komm doch hoch hier. Das geht nicht! Jetzt geh doch mal hoch. So, jetzt ist er oben. So, die Sprühdose hätte ich gerne noch. Na, steht nicht. Steht da nicht drauf. Dann ist. Steht nicht drauf, aber nun sollen wir ja nochmal mit weiteren Details. Ja, dann setz mich doch mal gerne in Kenntnis. Also, jetzt nicht unbedingt live on stage.
Das muss nicht sein. Du kannst doch einfach bis Juni noch warten. Das ist wohl so wahr. Komm mit der offiziellen Einladung, aber sie hatte mit dir darüber gesprochen, Nika. Ja, stimmt. Ich bin nur momentan sehr, sehr vergesslich. Das ist das Alter. Ich geb dir gleich Alter, Fräulein. Das habe ich schon. Das habe ich schon gestückt. Herr Philipp, das geht besser mit dem Norden. Ich bin heute nicht die Fitteste. Die? Der Fitteste. Die Fitteste. Ja? Wenn man möge, möge man ihr ihre Kanalpunkte gerne dafür zurückerstatten. Wie geht das? Das musst du machen. Ich kann das live on stage nicht machen. Da ist die Schwangerschaftsvergesslichkeit. Aber sie leiden ja mit. Oha. Kann mich mal bitte irgendjemand aufklären? Wegen was jetzt? Wegen Belohnungsanfrage zurücknehmen. Du kannst jetzt gerade nicht gucken, weil, weil du nicht in der Mod-Ansicht drin bist. Nee. Nee, weil mein Laptop gedöns. State. State. Der State. Alles, meine ich. Habt ihr das gehört? Du darfst dafür. Ich war blablabla. Herr Philipp war stets bemüht. Ja, das ist richtig. Warte mal. Guck mal kurz was. Dafür kriegst du deine Punkte zurück. Guck mal kurz. Nein, alles gut. Hallo? Alles gut. Marlene hat geschrieben, nein, sie möchte nicht. Ich krieg das aktuell sowieso gerade nicht geöffnet, weil, haben wir gleich. Guck mal, die Cassandra ist doch schon im Dashboard. Ja, jetzt gucke ich gerade mal, weil sie hat da auch, so, ich habe es schneller. Punkte annehmen, benutzen, drüber statt. Perfekt, wunderbar. So, voll erledigt. Das ziehen wir hier hoch. Ja, die liebe Madeleine hat ihre Punkte zurück. Nein, der Phil war schneller. Der Phil war schneller. Ja. Ich habe das schnell über meinen zweiten Monitor abgelegt. Ich habe mir jetzt die Belohnungsanfrage auch oben reingelegt. Ehrlichkeit muss sein. Ja. Aber ich danke dir für deine Mühe. Ich lobe die Mods. Kann ich den Balkon jetzt wieder weit aufmachen? Ja, auf jeden Fall. Ich bitte darum, weil... Es ist echt doll warm hier drin. Ja, das ist echt stickig. Ich war schneller, aber habe auf ein Okay gewartet. Ja, ich bin aber auch heute nicht ganz so schnell im Kopf. Also vorhin, ne, das war auch so, hast du richtig gesehen, so bei mir im Kopf, so ratter, 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 ratter. Wegen was jetzt? Ach, keine Ahnung, das war vorhin so ein Moment, wo man so dachte, ne? So, jetzt würde ich gerne dieses Event hier fahren. Big Hause, ich brauche noch ein bisschen Geld. Ich habe noch nicht genug. Ach Mädels, no riskieren, no fun. No riskieren, das ist auch eine geile Aussprache. No risk, no fun. Ja, stimmt, das war hier mit Dave mit M. Ja, genau, Dave mit M, genau, ja, da hat's. Und dann. Genau, danke, Mavemoth. Da hat's dann so im Schädel so richtig. Rack, 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 rack. Hast du richtig die Zahnräder ackern hören. Ja, und den Qualm hast du auch gesehen. Ja, den hat man nicht gesehen. Der Kopf ist ja zu. Ja. Wie jetzt so durch die Ohren, so pfüü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 
nicht in einer Party. Doch, bin in einer Party. Mit wem denn? Na, mit dem, wo ich gesagt habe, lass zusammenspielen. Hm. Und der scheint wohl irgendwie gerade nicht verfügbar zu sein. Echt, ja. Da muss man sich mit dem Sparen echt zusammenreißen, ne? Wenn du die 2,4 Millionen haben willst.
Was würdest du zuerst kaufen? Den McLaren oder den Ferrari? Ferrari. Der ist ja ausgerechnet der teurer ist. Ich bin eine Frau. Ja. Aber viel teurer ist der. Ja, aber viel teurer ist er nicht. Also ich habe jetzt 1,2 Millionen, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal die Hälfte. Na nun, geh weg. Uch. Wie macht's? Uch. Uch. Ups. Rundkurs? Oh scheiße, das wäre ein Rundkurs. Die ganzen Sprünge drin nicht. Gehst du schon ins Bett, Madeleine? Oh ja, wir sehen uns am Samstag. Wir beide sehen uns definitiv am Samstag. Ob du Philipp siehst, weiß ich nicht. So, dann wünschen wir dir auf jeden Fall eine gute Nacht, wenn du jetzt ins Bett gehst oder noch was anderweitig für dich machst. Wieder auf jeden Fall eine gute Nacht. Lass von dir hören. Ja, die muss wieder Modi spielen bei Oma. Ja. Man muss auch Prioritäten setzen. Das ist okay. So. Wir fahren jetzt hier auch bloß ganz entspannt noch. Goodbye. Ja, wir fahren jetzt hier noch ganz entspannt ein bisschen Geld zusammen. Ne? Ja. Nichts Spektakuläres heute. Eile mit Weile, Action mit Relaxion. Hä? Ich hab's versucht. Irgendwie so, dass es sich reicht. Also das kannst du doch nicht sagen, wenn ich das trinke. Wieso? Was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt, was lustig war? Weiß ich nicht. Ich hab doch nur gesagt, dass... Hä? Weiß nicht, was du gesagt hast. Und tschüss! Tschüdelü. Tschüssi! Hä? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, manchmal, ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. Ja, manchmal bin ich schon nicht weiß. Genau, irgendeiner wird es bestimmt gleich klippen, aber manchmal höre ich dir einfach nicht zu. Alles gut, ich bin heute lustig drauf. Ja, vielleicht. Vielleicht ist das auch einfach der Schild. Möglich. Der vielleicht jetzt doch mal kippt oder so. Goodbye! Bye bye! Nee, aber manchmal ist das wirklich so. Da redest du und ich höre einfach nicht zu. Das war ich mag dich. Ja. Ja, schön. Ja, so. Aber bei dir merkt man es dann so. Einfach dann so kurz was zwischenstreuen, wie ich springe aufs Fenster oder so. Ja, ja. So nach dem Motto, so nach Aufmerksamkeit und dann, er hört wieder zu. Ja, aber dann sagst du ja auch manchmal. Das interessiert mich jetzt gerade gar nicht, oder ich habe gerade keine Lust darüber zu reden. Aber du gehörst tatsächlich auch zu der seltenen Gattung der Menschen, die ich kennengelernt habe, dem auch einfach sagen kann, weißt du was, quatsch mich einfach mal die nächsten 2 Stunden nicht voll und du bist nicht böse. Naja, was heißt... Also du machst dir halt Gedanken darüber, aber dann erkläre ich dir, ich brauche einfach mal kurz einen Moment für mich. Also ich brauche halt immer eine Erklärung. Ja, ist ja richtig. Ne? Und dann ist halt so, ja gut, dann komme ich in 2 Stunden nochmal. Tschüss. Umgekehrt bestimmt auch so, ja. Ja, klar. Ja. Logisch. Sonst wären wir ja kein Pärchen. Mit mir hält es doch sonst keiner aus. 4 Jahre bald schon. Bald. Bald. Gleich. Gleich. So, nachher. Ach ja. Okay. Ein paar Tage sind es noch. Ja, ist nicht mehr lange. Nächste Woche schon. Ja. Ich mag mich auch. Das ist wichtig, Cindy, dass man sich selber mag. Das ist wichtig. So, 79.000. Mach ich jetzt hier immer so knackige 100.000er Schritte. Ist doch gut. Du musst halt große Schritte machen, damit du auch vorwärts kommst. Jetzt noch 11 Rennen. Wuhu! 11 Rennen. Also mindestens. 65.000 Erdförkel. Erdförkel? Erdförkel heißt es. Oh, Verzeihung. Self-Love? Self-Love, wichtig. Ist das ein Sprintrennen? Nee, ist das ein Rundkursrennen? Ah, hier, an der Seite, okay. Am 19. Ja, genau. Mit Stürmer. Weißt du was, ich mache jetzt hier ein bisschen Story, um diese ganzen Sprintrennen mal freizuschalten. Manchmal frage ich mich auch, wie Witch es mit mir aushält. Man nennt es wahrscheinlich Liebe. Guck mal, Tito.
Ehekrise incoming! Aber guck mal, das geht uns doch manchmal auch so. Was ist denn? Dann sagt er manchmal was und ich, da denke ich mir so, Alter, Also man muss auch nicht immer alles verstehen vom Partner. Das manchmal muss man sich auch einfach sagen können, ach weißt du was, halt doch einfach ein Sabbel. Ja. Ohne dass der andere gleich beleidigt ist. Ja. Das ist eine sehr hohe Kunst. Jetzt habe ich die Treppe abgefahren. Was machst du denn? Ich bin auf der Suche nach dieser Pimpflasche. Da, ja. Da. Was ist deine? Oh, ich habe eine Dings. Ja, deswegen kannst nicht eins sammeln. Bis jetzt ernsthaft? Okay, hier das. Kann ich sie jetzt einsammeln? Ja. Danke. Er hat schon mal alle 8 eingeladen. Bleiben wir beim Ferrari? Ja. Ja. Diese gut. Haben die Bühne runtergeschossen oder? Keine Krise, nee. Eher beide sehr. Was? Sehr selbstkritisch, ja. Das ist wichtig. Dass man sich auch alternativ selber nicht ganz so ernst nimmt. Wie soll man dieses Schild kaputt machen können? Irgend so eine Schatz. Walla Krise! Das verstehen die nicht. Ja, genau. Ach, hier. Interessant, wie ihr das beide aufgepasst habt. Oh, meine Augen, ey, was ist denn das heute? Ich meinte, dass ich mich auch manchmal frage, wie Memphis mit mir aussieht. Ja, habe ich doch so verstanden. Ja, irgendwo in die Richtung. Wir sind heute beide nicht die jetzt Kerzen auf der Torte. Kuchen. So, ich mache jetzt noch das Sprintrennen und dann machen wir mal kurz Pipi-Päuschen. Jeder kann sich noch was zu trinken holen und dann ziehen wir die knappe Stunde noch durch. Ja? Okay. 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 Können wir uns noch mal kurz absprechen? Ne? Okay. Auch wegen Raids hier heute. So. Ne, weil. Hauptsache Torte, ja. Ich habe Torte. Hauptsache, gehört. Torte? Huh? Torte? Die haben die Kuchen übrigens auf Arbeit restlos weggefressen. Das ist doch nicht schlimm. Also nicht nur so ein bisschen, sondern da war nicht mehr. Die hätte ich zurück in den Schrank stellen können, die Teller. Scheint geschmeckt zu haben. Also ich kann dir sagen. Das geht ja auch jetzt um in einer Stunde, ne? Also. Tommy ist live. Den hatten wir lange nicht, ne? Genau. Und du hattest gesagt, wenn das nächste Mal Tommy wieder live ist, dann gehen wir da. Genau, weil der hat es auch verdient. Nee. Doch. Doch. Hab ich gesagt. Wow, Häuserwand. Da ich gerade Tommy lag, ne? Halt vorhin eine E-Mail bekommen von Twitch von wegen, ja, der Zeit ist bald abgelaufen, oder Erna. Ich so, wisst ihr mehr als ich? Ich warte nicht, darf ich erstmal. Darf ich morgen das Haus nicht verlassen? Ja, oder? Irgendwie so in die Richtung, ne? Du verlässt morgen am besten nicht das Haus. Ja. Und dann stand da aber, nein, dass mein Abo beim Tommy bald abläuft. Ach so. Ja, aber das so als Betreff, deine Zeit ist bald abgelaufen. Ist schon so ein bisschen spooky. Okay. Immer voll Pappkasse, ey. Ich weiß auch nicht. Ich kann es auch nicht anders sagen, ja. Voll Pappkasse. Nein, er hat nichts genommen. Er hat nur einen Tee getrunken. Ja, mal einen feinen Tee. Aber es ist auch sehr trockene Luft. Hui, tschüss. Trockene Luft draußen. Und nochmal, hui, tschüss. Was hast du denn? Der hat mich da einfach reingehüpft. Ich bin doch erstmal wieder unter. Ja, der hatte mich da einfach erstmal reingehüppelt. Mit dem Wagen jetzt unter Kontrolle, ja, und jetzt konzentriert. Ist ja jetzt unter Kontrolle. Ja, sehe ich. Da war nur eine Straßenlaterne. Was war denn da drin? Oh, eine gute Frage. Ich schau mal. Eine Menge Kräuter. Ich schau mal. Halt so ein 5-Kräuter-Tee. Aus ausgewählten Kräutern. Nicht die italienischen Küchenkräuter, falls ihr das meint. Teebeutel mit frischen Sprudeln kochen. Achso, okay. Das steht nicht drauf. Nee, nur aus ausgewählten Kräutern. Ja, und nicht die guten Küchenkräuter, die italienischen. Na, dass man den zackigen Blättern. Ja, Maeve Morse schreibt so, ja, Kräuter. Aha. Kräuter,
Habe ich überhaupt Phil? Ach, egal. Egal, Schatz, egal. Ich habe noch Naschkatze im Kühlschrank. Stimmt, habe ich noch Schokopudding, also wirklich wert. Hier, Kräuter, aha. Kräuter. So, habe ich aber Phil im... Wie ist Samstag bei euch, Stream oder nicht? Bei nicht hätte ich einen Vorschlag. Samstag? Bin ich nicht da. Ist sie nicht da und ich hatte mir schon so leicht ausgemalt, dann Stream zu machen. So. Aber jetzt machen wir erstmal kurz Pipi-Päuschen, ne? Jeder kann sich nochmal was trinken holen, kann sich nochmal gemütlich hinsetzen, mal kurz aufstehen. Und wir sind in 3-4 Minuten wieder da, wa? Ja. High five. Bis gleich. So, jetzt siehst du aus wie eine Niki? Hä? Okay. Ich weiß nicht. Und dann füge ich das hinzu. Ja? Kann ich jetzt weiter wieder den alten doofen Arschmistkacke-Dings hier? Der Host wird immer noch nicht angezeigt. Nee, ist von Twitch so gewollt, dass Hosts nicht mehr angezeigt werden. Die werden über das Profil wegverlinkt. Commands gibt's automatisch, gibt's jetzt schon. Ich muss mal wieder rum. Commands? Ja, Commands. Kannst du gerne probieren. Ah, nee. Nein! So, lieber Chat, hat einer von euch eine Idee, wie ich diesen Menschen, diesen netten, unglaublich gut aussehenden, attraktiven Typ. Hab ich noch. Hä? Ilarin! Ah, ich küsse dein Auge, Habibi! Danke! Da ist er! Nummer 36, noch 14! Ich bin so heiß, ich bin so heiß, ich bin so heiß, ich bin so aufgeregt. Kack dir nicht ins Hose. Kack dir nicht. Digga, kack dir nicht ins Hose. So, deutsche Präposition. Wie war das nochmal? Es heißt in die Hose. Indeed? Nicht Ingrid. Indeed oder Ingrid? So, jetzt ab. Wir zählen zusammen. Boah, ich hab's mit Kreuz, Alter. Also wenn er morgen nicht kommt, weiß Bescheid. Sport ist so gesund. So, können wir? Wir zählen zusammen. Können wir? Ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ja. So, vielen Dank. Frage, danke, The Bart. Warum ist Ihre Kamera rechts und deine links, obwohl ihr anders... Jetzt aber weg hier. Also das ist mir nicht geheuer. Da ist ein Haus. Hau ab. Wow! Ich hab doch gesagt, hau ab. Was war das denn gerade? Eine Bombe. Scheiße. Volles Met. Machen, Schatz. Weil ich fragen wollte, ob ihr... Wow. Wow. Ein Tänzchen und bleib auf dem Rücken liegen. Hallo? Ja. Also ich wollte fragen, ob wir heute nicht live gehen. Bei dem Handy ist auch diese Klappe. Und dann musst du darauf gehen. Was macht der da? Essen. Nee, wir trinken. Kriegen. Ich will nach Steinen suchen. Also erklär doch mal, wie das geht. Was? Mit dem Clip machen. Du musst quasi, mit der, da ist so eine Filmklappe und da musst du draufdrücken auf die Filmklappe und dann kannst du den Clip quasi zurechtschneiden. So. Planetenkarte, machen wir mal auf, mal gucken, was sich so gibt. Planetares Archiv. Das kostet mir jetzt 2 Pizza, einmal der es geklippt hat und meine. Das hat Opa jetzt davon. Naja, dann ist das halt so. Meinetwegen auch 2. Schaffst du aber gar nicht. Reisemeilenstein erreicht. Was haben wir denn da? 20 Kilometer zurückgelegt. Oh, 7 Play.
Da bin ich wieder. Dann vielleicht im Anschluss, je nachdem, wie lange du Samstag machst. Meistens, wenn ich dann anfange, dann mache ich auch bis ich wirklich keine Lust mehr habe. Also es ist dann so, ich habe es mir eigentlich schon vorgenommen, weil ich will immer nicht nur einen machen. So, aber jetzt mal in die Werkstatt kurz, wo mal repariert ist. Muss mal gucken, was hattest du denn vor? Fangen wir mal so. Das siehst du, irgendwann wollte Dings auch noch vorbeikommen, wa? Tim wollte noch vorbeikommen. Jetzt diesen Samstag? Ja, weil ich nicht da bin. Aber er wollte sich da nochmal melden. Stimmt, er wollte sich da nochmal melden. Weil ich mit ihm da auch noch so ein bisschen zaubern wollte. Wegen OBS wolltet ihr da ja, was machen? Ja, stimmt, wegen OBS wollte man aber ihn mal machen. Ich sehe mir den Wagen eh an. Da hat jemand Community-Tag. Nee, Tim ist ein Freund von uns beiden. Oder hast du das anders gemeint? Nein, ich glaube, dass am Samstag jemand Community-Tag hat und sie dich vielleicht... Ach, da hat jemand Community-Tag. Dass sie dich da vielleicht einladen wollen oder so. Ich und Menschen. Also ich nutze tatsächlich auch die Zeit auch viel, um mich zu erholen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir nochmal ganz entspannt schreiben. Im Abwaschlörk ist auch... Maeve ist im Abwaschlörk. Dann möge er sich... seinem Abwaschlörk gut wohlfühlen. Weißt du, was wir jetzt mal machen? Mir ist jetzt einfach gerade mal danach. Du wolltest Story machen. Jo. Diese und diese. Dann brauche ich aber dann bei der Story auf jeden Fall mein Driftauto. Ich habe ja ein spezielles Driftauto. Du musst erstmal hinfahren und musst dann erstmal die Dinge ziehen. Und der Auto wechseln. Es gibt nichts Schöneres, als mit einem Ferrari in einen anderen Wagen reinzufahren. Na, bist du auch schon müde? So, vorher sammeln wir hier noch die Plöttelbüchse ein. Muss ja hier oben sein. Natürlich genau auf der anderen Seite. Genau auf der anderen Seite. Wollen wir wetten? Rit. Da. Psst. So, haben wir auch. Jetzt können wir zu dem rübergehen. Ich glaube mal einmal so die Story tatsächlich durchmachen. Mal auf alle irgendwie. Aufdrückter. Wagenwechsel. Da brauche ich meine Viper. Meine Viper GTS. So, Solo spielen. Voll. Es ist nicht mehr weit. Komm schon. Jo, seit fast 2 Stunden. So, muss ich dem jetzt hinterherfahren, oder? Stimmt, das weiß ich nicht so. Guck mal, der blinkt so ja noch. Mann, fährt der langsam. Guck mal, ein bisschen Gas geben hier. Wie lange bist du schon? Ich folge dir seit 1 Jahr und 28 Tagen. Ja, ist schon nicht ohne, ne? Ja, allerdings Snowboard. Slopestyle. So, Kollege, wo willst du denn jetzt hin? Geradeaus. Ja, der fährt so langsam, ey. Das hatte ich, wo ich Story gespielt hatte. Ja. In der Nacht, da ist die Anna auch total langsam gefahren. Guck mal, der fährt hier gerade mal 140 in der Stadt, also. Nee. Der hält sich am Tempolimit. Mein bester Freund hat sich gestern einen neuen Drifter bestellt. Oh. Community-Tag läuft so, dass wir zusammen Gelegenheitsspiele spielen, wobei nur Mods und VIP neben dem Streamer und Voice sind, aber grundsätzlich alle mitspielen können. Jetzt die Watchtime wird... Mit SCH. Watchtime. Watchtime, ja. Wann hat er das letzte Mal ein Watchen gekriegt? Da wird nur mit SCH geschrieben. Guck mal, die liebe Steffi, die hat auch noch 2... Aua, siehste Watchtime. Die liebe Cassandra, die hat auch seit fast ein, die macht jetzt fast ihr ein Jahr voll in 2 Tagen.
Oh, jetzt muss ich mal gucken. Community-Tag läuft so, dass zusammen Gelegenheitsspiele gespielt werden, wobei nur Mods und VIP neben dem Streamer bei euch sind, aber grundsätzlich alle mitspielen können. Ey, es klingt interessant. Was wird denn da so gespielt? Also, Gelegenheitsspiele. Ja, ja, Gelegenheitsspiele, ne? Also, würde ich mir jetzt mal so quasi auf die Liste legen. Also, ich habe ja tatsächlich fast 170 Spiele in der Bibliothek. Aber es wird schon gestreamt dabei, oder? Naja, ich denke mal, es wird keiner ein Problem haben, da ich ja nicht aktiv mit dem Voice bin, dass ich da auch selber streame. Also könnte ja quasi das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Wäre jetzt mal so meine Idee. Ja, die Pollen machen die echt zu schaffen, Bahase. So, 25%. Das ist hier alles so trocken drin in der Nase und dann läuft es. 25% der Strecke abgeschlossen und schon die Zielpunktzahl erreicht. Ich kann leider kein Englisch. Oh. Hide and Seek oder Goose Goose Duck? Okay, Hide and Seek ist Versteckenspiel und Goose Goose Duck habe ich auch irgendwo schon mal gelesen. Muss ich mich mal nochmal schlau machen. Das reicht nicht mehr, um mich zu beeindrucken. Gott sei Dank sind beim Driften hier die Dinger egal. Darf nur nicht gegen Wände fahren, ist alles. Klong. Darf nur nicht gegen Wände fahren. Off, drop and seek, okay. Okay, und was hast du noch drauf? Unterschiedlich wird gerade im Discord von Gecko gequatscht. Goose Goose Duck ist wie Among Us. Oh, Among Us habe ich nie gespielt, aber könnte ich mir über den Game Pass runterladen. Das nicht das Spiel, was der Dicke. Ja, genau. Genau das ist es. Oh, da hätte ich gerne mit dem Auto gesessen. Genau das ist es. Das sind alles Kosten. Also nur, sie spielen nur kostenlos. Ja, gut, die paar 100 MB, die paar 100 MB, die hätte ich auch noch auf der Festplatte bei. Dein Ziel schaffst du. Ziel ist 45.000, Schatz. Ziel schaffe ich nicht. 45.000 muss ich und 145.000 habe ich gerade. Ich habe nur eine Runde. Achso, ich dachte, das ist nur eine Runde. Aber ist alles kostenlos? Okay. Ja, für so ein bisschen Gelegenheitsdaddelei. Auch warum eigentlich nicht? Da können wir uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen austauschen. Ich bin immer so für neue Sachen zu haben. Weißt du doch. Ja, der Dicke sagt, das Müll. Das Spiel, dieses, was er sich darunter. Ja, es ist halt so Langeweile-Killer. Also denke ich. Gerade so dieses Among Us. Das ist, ich bin die bei mir auf Arbeit auch manchmal so zusammen. Tablet. Kannst ja auf Tablet, kannst du PC spielen, kannst du alles spielen. Geht halt nur darum, bei Among Us ist es, glaube ich, da ist es so, du bist dann im Raum und musst halt flüchten und irgendeiner von denen, der tötet dann alle und ihr müsst am Schluss dann raten, wer es war. Ah. Also so ein bisschen, ein bisschen Zeitvertreib. Wird doch gerade noch Widget oder Pummel Party ist nicht kostenlos. Kenne ich beide nicht. Also ich hab halt immer so meine festgelegten Spiele. Gerne auch mal Gartic Phone oder Scribble.io, die laufen über den Browser. Okay. Wir können uns, wie gesagt, noch mal kurz schließen. Da kriegen wir auf jeden Fall was hin. Pummelparty ist cool. Ich kenne es halt auch nicht, ne? Pummelparty kenne ich auch nicht. So, Springbock. Nee. Haben wir noch was? Ja, du hattest, guck mal, da. Da ist noch. Na, das ist nachts hier, glaube ich. Schadensruf. Da ist noch Tag. Der hier? Ja. Die hab ich. Okay. Rad. So, nehmen wir die doch einfach. Gibt ja auch ein bisschen Geld, ne? Die hab ich gerade, aber mein Drift-Auto ist noch, mein Drag-Auto ist noch nicht so, ist noch nicht so, dass ich damit fahren kann. Hui. Da ist eine Flasche.
Ja, aber ich will jetzt hier nicht groß hin und her duseln. Da haben wir ein Flamingo. Hat sie nie mal bei Monte gesehen? Monte spielt das. Monte, okay. So, jetzt muss man gucken. Da ist er. Nanu, fahr. Die ist so absolut nicht für Gelände geeignet. Die Viper. Also ich meine, guck mal, driften kann sie. Ne? Die hat das. Ja. Kannst du wie ein junger Gott mit der Viper? Boah, wie ich spüre meinen Puls in der Rade. Delicious. Oh. So, was brauche ich denn hier auf der Flucht? Brauchst du einen Offroad? Offroader? Ich glaube, ja. Ich glaube, du brauchst das dafür. Wie nimmt man da? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Versuchen wir es mal mit unserem guten alten Ferrari. Solo-Spiel. Auf der Flucht. Ein paar neue Rennen freischalten, dann gerade so die großen Sprintrennen. Eine gute Entscheidung. Fahren wir. Gut, dann fahr auch. Röschni. Röschni. Röschni, Röschni, Röschni. Hier kommt, gleich geht's nach links. Ja, das ist sehr schön. Das meinte ich vorhin. Die fahren leicht hier. Das ist voll krass. Ich zeig dir mal, wie geht. Du weißt doch gar nicht, wo lang. Nein, aber wir müssen so aussehen. Oh, er fährt schneller. Wieso? Nun ja, die Regierung mag offenbar keine unangepassten Bürger. Sie haben uns letztes Jahr in Ventura Bay aufgespürt. Wir hätten es fast nicht geschafft. Seit wir hier sind, veranstalten wir Rennen, um nicht aus der Übung zu kommen. Mensch, Jung, wo willst du denn hin? Plötzlich abhauen muss. Weil ich gehe mit 100. Man wird nur besser, wenn man gegen die Besten. Da schläft man ja ein beim Fahren. Kann ich auch fast blinken, ey. Wie blinkt man eigentlich bei mir? Ich glaube, geht gar nicht. Bezahlung. Ich glaube, einige haben noch geblinkt. Oui. Ich habe schnell meine Dings mitgenommen. Was du denn? Na, hier oben rauffahren. Muss ja. Hallo, mein Leben, willkommen zurück. Willkommen zurück, hallo. So, jetzt. Jetzt. Mit Midstream weiß ich nicht, frag ihn direkt mal. Würde ja grundsätzlich nur mein Bildschirm betreffen, weißt du, was ich meine? Aber das Schlafen vorhin, das war gut für meinen Rücken. Ich hoffe, ich habe mich nicht in den Auf jeden Fall, also man sollte nicht unterschätzen, was Schlaf alles kann. Ich habe heute nur Blödsinn in der Birne. Ach, das ist nicht schlimm. Nimm den Keks, setz dich zu uns, bei uns ist das genauso. Absolut kein Offroad-Auto, aber es funktioniert erstmal so. Er macht immer auf Bremse, wenn ich ja. Ja, ich weiß, aber ich frage ihn trotzdem mal. Das ist sehr nett von dir. Na, nicht, dass ich. Das ist das Rennen, was ich letztens auch hatte, wo. Da habe ich ja so richtig verkackt, weil ich kann. Ja, also guck mal, ich kann hier mit Ferrari langfahren, der Race-Fahrwerk. Also. Vielleicht muss man manchmal einfach so piepen, was da vorgegeben nur ist. Runde Kekse, da lassen sich die Eckenmesser abbeißen. Lustig! Abbeißen. Ja, natürlich nur runde Kekse. Ach man, nee, heute bist du ein bisschen doof. Ja, ist mir aber nicht schlimm. Runde 2. Sieht ja wirklich nur Offroad hier, oder? Ja. Also da hast du die kleine Strecke und dann hier die. Ja, genau. Naja, eine Runde eigentlich geschafft. Solange ich hier mit 180 Landschüsseln kann. Solange ich hier mit 180 Langschüsseln kann, ist mir das wurscht. Weil der geht hier quasi automatisch auch in den Drift.
Irgendwas war heute in dem Essen, ich weiß auch nicht. Haltbarkeitsdatum abgelaufen? Ich weiß schon, was ich morgen zu essen mache. Wir sind wohl nicht so gut, wie ich dachte. Was denn? Warum gibt es Kartoffeln mit Königsbergklopse? Ja, muss ich gucken, ob die Kartoffeln noch gut sind. Ne? Oder ist es die Vorfreude? Das kann natürlich auch sein. Samstag? Ja, klar. Oder aufs Tätowier. Dann hält das noch eine Weile an. Ich hab dir auch mal eine Einladung in seinem Discord geschickt. Einfach erstmal umschauen. Ja, gerne. Mach ich dann im Anschluss. Wie teilen wir uns eigentlich die Zeit auf bei dem 12-Stunden-Stream? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin 12 Stunden da. Außer vielleicht mal kurz Pipi oder so. Ja, ist tatsächlich eine gute Frage. Also 12 durch 3 kann man ja gut teilen eigentlich, aber... Das wäre jeder 4 Stunden, aber das ist... Aber das ist... Ganz ehrlich, Real Life hat bei euch Vorrang, ne? Ja. Ich denke, jetzt können wir... Er hat mit zwei anderen einen gemeinsamen PC. Okay. Da bin ich ja ganz woanders rausgekommen. Was ist das denn? Offroad-Rundkursrennen. Okay. War jetzt so nicht gedacht. Hat er mir noch was Neues angeboten? Mm-mm. Nö, dann die hier, ne? Die Emsebremse. Mal gucken, ob ich die... Was ist Real Life? Das ist das, was außerhalb von Twitch und TikTok stattfindet. Das ist Real Life. Und außerhalb der Arbeit. Sagen wir mal so. Scheiß Story, aber Hammer Grafik. Das ist Real Life. Was mache ich denn hier? Ich bin auch komplett da, nur nicht in der Mittagszeit. Ja, in der Mittagszeit, ja. Da bin ich ja da. Das ist ja jetzt keine Zeit, wo ich sage, oh, ich gehe jetzt einfach schlafen. So, ne? Ja, und wer einfach... Ich werde definitiv nicht die komplette Zeit da sein beim 2x12. Nein, das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Real Life, außerhalb der Arbeit hat mir gefallen. Ja, genau. Real Life hat absoluten Vorrang, ne? Wenn dann mal einer da ist und auch wenn mal eine halbe Stunde oder eine Stunde keiner von euch da ist, dann ist das auch okay. Na, da werde ich jetzt nicht dran sterben, da mal auch selber ein bisschen auf den Chat zu achten. Kurz AFK. Ja, bis gleich. Ja, da achte ich dann selber auch ein bisschen auf den Chat. Also um Gottes Willen, fühlt euch bitte nicht gezwungen, hier die ganze Zeit vorm Bildschirm zu kleben. Schnappt euch ein Ladegerät, dann geht das. Wieder dieses Wort Real Life. Ja genau, steht neben, wie ist das andere noch gleich? Entspannung. Nett. Oder höflich. Irgendwas in die Richtung. So. Aber wer hat sich denn die Rennen schon wieder ausgedacht? Und das dreimal. Nett kenn ich. Was? Was? Nett kennst du? Hier kann sich noch viel ändern. Bist du etwa krank? Soll man einen Arzt rufen? Ich sprach von Freund. Nee, vorher müssen wir uns schlau machen, wer jetzt fährt. Ja, genau. Wir machen uns vorher schlau, wer fährt. Ne? Na, einer wäre schon toll, wenn er mal da ist. Ja. Ihr, wie gesagt, alle Mods, die hier sind, die haben auf dem Discord-Channel auch... Moderatorenrechte, das heißt, ihr könnt euch da auch kurz schließen, kurz im Sprachchannel. Ja? Also das ist für drei Leute ausgelegt. Muss ich Mittwoch zum Feind sein? Wieso Mittwoch? Schon morgen geht's ja los, ne? Ja. Morgen geht die große Reise los. Was war die? Gut. Uha. Kurz mal im Haus hier angehalten. Große Reise nach Fulda war das, glaube ich. Ich glaube, es war Fulda. Glaube es. Selber gesagt, so pscht mich an. Hä? Nein, Marlene hat es gemacht. So, pscht. Der Feind hört mit. Geh mal weg hier. Ich hab dich jetzt mittlerweile schon umrundet.
hier nochmal? Der Feind hört. Ja, der Feind hört. Genau. Geht's hier nochmal durchs Stadion? Ja, schön. Weil jetzt zum Beispiel durch das andere da habe ich diese Offroad-Rennen freigeschaltet. Möglicherweise ist es so, dass ich hier noch ein paar Sprintrennen oder so freischalte. Das kann gut auf mich. Glauben kannst du in der Kirche. Ja, ich glaube. Glauben kann ich in der Kirche, ja. Nein. Mann, oh Mann. Platz 1. Das heißt ein neues Fahrzeug. Amen. Amen. Immer. Wir respektieren alle. 14.000, wer soll denn damit anfangen? Hallo. 14.000 gibt ja nix. Ja, ja. Absolut nix. Okay. Oh, yeah. Schadenswurf abgeschlossen. Neues Inventarobjekt. Aha. Ein Straßenfahrwerk. Okay, also kriegt man auch immer mal wieder ein bisschen was an Teilen hier rübergeschmissen. So, mehr ist nicht, ne? Doch, geh mal nach oben. Ja, sieh hier. Nein, da oben in Cloud Bank ist ein neues Offroad. Ja, na, das sind ja die Offroad-Rennen. Die Offroad-Rennen will ich ja nicht. Wenn die Blödheit an den Buletten liegt, dann ist der Film morgen auch so drauf wie ich. Juhu! Oh je. Juhu! Oh, oh, oh. Rundkursrennen, Himmelsstürmer. Hm. Ich bin erst bei 1,4 Millionen. Freunde, das geht so nicht. Soll ich dir wieder Rennen beschaffen? Oh, wenn du Bock hast. Also, an mir soll es nicht liegen. Die müssen viel Geld bringen. Ja, gerade die Sprintrennen. Oh, wie sieht denn dein Auto aus? Ziemlich, mich angelut. Der Max kommt. Ich gehe mal wieder in die Lobby. So, die letzte halbe Stunde noch so ein bisschen Katinga, Geld farmen. Ja. Ungefähr 70.000 bis 80.000 pro Rennen. Das macht ungefähr 12 bis 13 Rennen. Ich werde nicht alle schaffen. Party. Quark. Was hast du denn? Hier. So wird da nicht gut raus. Habe ich saufen gehört? So. Gib Gummi. Zack. Gib Gummi? Gib Gummi, wolltest du sagen. Ach, gib Gummi. Ja. Okay. Gummi immer wichtig. Money, 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 money. Money, 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 money. Ich vermisse gerade noch so ein bisschen den Lutri und so, ne? Den haben wir auch schon lange nichts mehr gehört. Naja. Eine Autokorrektur macht mich irre. Ich kenne das. Ich fühle das total. Ich, jedes Mal so, ne? So, was hat er denn hier? Das war auch nur ein Punkt. Wallah, Krise! Ja. So, was hätte ich hier? Streckenfahrwerk oder Straßenfahrwerk? Straßenfahrwerk hätte ich gekriegt. Oh. Eignet sich aber nicht für Offroad-Fahrt. Nehmen wir. Was kann er denn hier? 375. Weg, gehen wir mal raus in den Tag. Tatü, tatü, tatü. So ist es halt hier im lieben Berlin. Oh, das ist so schön. Wallah, Krise! Ja. Das kann man aber spät. Hör zu. Ja. Sonst überfinden wir keine Herausforderungen mehr. So, hoppa da. Oh, Punkte. Oh, Punkte. Das klingt wie bei Cruella. Oh, Punkte. Ich liebe Punkte. Tatü, tata, tatü, tata. Ja. Guck mal, jetzt bin ich in der Garage gewesen. Jetzt ist hier quasi einmal er nochmal neu mit dem Drift. Und er jetzt nochmal neu. Aber jetzt will ich erstmal mit Mac. Unterbrich mich nicht. Du redest zu langsam. Das ist schön. Da habe ich gestern wieder geguckt. Ja. Ich warte echt auch immer noch auf den zweiten Teil. Der sollte eigentlich im Juni oder Juli jetzt dann rauskommen. Ei, den ei, gucken ei, wir dann zusammen. Weg.
Irgendwie ist er weg. Der mag dich nicht mehr. Doch, klar, der ist ja mit reingekommen. Nee. Doch, da ist er. Nee. Da ist er. Ja, frag mich mal. Ja, ich bin schon total gespannt, ey. Njum. Der fährt Porsche oder so? Nein, das sieht aus wie BMW. Ja, ne? Blüm. Wieder mit Nachos? Ja, natürlich mit Nachos. Und mit selbstgemachter Käsesoße. Yummy. Yum. Oh, Michi. Freitag nur essen, Samstag nur essen. Oh, alles immer nur essen. Und Sonntag ist dann... Ich habe keine Lust mehr auf Essen. Ist Diät oder was? Das ist dann quasi Cheat Day. Nein, Cheat Day ist Freitag und... Huch, das war der Falsche. Das ist Stau. Ja, da hat der Falsche eingeladen. Max, du musst glaube ich nochmal einladen. Achso, er hat erst die Bahn gewechselt. Jetzt, das ist eins. Ah, jetzt hat er den Porsche Carrera. Davor war doch ein BMW, oder? Weiß ich nicht, ob das davor ein BMW war. Das sah aus wie ein BMW. Keine Ahnung. La 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 la. Okay, machen wir das auch? Kennst du den? Das war der Endenzoll. Ich weiß. Die Bulette war schon lange nicht mehr da. Die Bulette? Ach so. Oh, Entschuldigung. Ja, das stimmt. Das ja, stimmt. Aber... Was hast du denn jetzt auf die Bulette? Was soll ich sagen? Real Life hat immer Vorrang, ne? Mein, wirfst du mal jetzt auf mit deinem Real Life, ey. Ach, sei doch nicht. Keine Güte. Ja, aber ist mir auch aufgefallen. Also ich würde ja auch gerne mal bei ihm reingucken, wo ich ja auch Mod bei ihm bin, aber irgendwie... Nö. Ist da nix. Da fragt ein Dickmüller. Ja, guten Appetit. Guten Appetit. Schnell mal kratzen, geht geradeaus. Alter. Ja, Vögel sind hier abends auch echt mal lange aktiv bei uns. Ja. Krass. Ui. Bitte schön. Wollen wir ja bei Rewe drin dann, ne? Ja. Nach dem Linkspunkt. Und beim Laufen habe ich dann so richtig genüsslich in meinem Mettbrötchen geschnitten. Wollen wir zwei Mettbrötchen gönnt. Ja, muss ja auch sein. Wer hart arbeitet. Krise. Und, wer hart arbeitet, darf auch hart essen. Ja. Und dann bin beim Laufen, will ich gerade mein Brötchen abbeißen, dann dieses leckere Brötchen. Kommt mir ein Vogel, ich weiß nicht, ob das ein Rabe oder eine Taube. War halt was Fliegendes. Ich und fliegende Dinger. Das mag sich nicht. Und dann ist das so dicht an meinem Brötchen vorbeigeflogen, dass, also ich habe noch richtig den Flug geschlagen. Also, den Flügelschlag. Ja, da habe ich noch richtig mitbekommen. Der wollte mir mein Brötchen klauen. Dieser blöde Vogel. Das ist die Strecke, wo er immer nach innen abdriftet. Ah, seiner hat die bessere Beschleunigung. Wer weiß, aber naja, egal. Die Vögel sind bei uns die ganze Nacht. Armes Haschall. Die ganze Nacht hat sie. Armes was? Armes Haschall. Was ist denn Haschall? Ach, das ist so armes Hasilein. So in der Richtung. Ja, wollte mir einfach mein Brötchen klauen. Ich hab gar nichts gemacht. What in der... In der Nacht wird die Vögel gesagt. Nee. Wirklich. Scheiße, jetzt hätte ich den Checkpoint verpasst. Ah ja, dein Sieg, Max. Ja, weil du immer auf den Chat mit achten musst. Dafür, Entschuldigung. Dafür bin ich doch da. Schließ dir das doch vor. Essen wir nur geteilt, wenn man die Person. Ja, genau. Genau. Und wenn man die nicht mag, dann wird auch nicht das Essen geteilt. Ich nehme die Hände von meinem Essen. Bei einigen Personen muss man sich das hart erarbeiten. Nicht wahr? Wie war das? Wenn ich die Leute mag, dann duze ich sie. Ich finde, sie sollten das wissen. Ja.
Ja, Hammer, ich hab mich so weggeschmissen. Ah. Sie schadet. Sie schadet. So, das war Max. Da kommt das Wort Gepö, Punkt, 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 und schon kann er sich nicht mehr aufs Fahren konzentrieren. Ach, hör doch ab, auf. Hör doch ab, auf. Der Erste. Max war noch Kilometer vor mir. Er ist bestimmt wieder stehen geblieben aus. Bestimmt wieder stehen geblieben. Ja, vielen Dank. Geht doch, siehst du? Geht doch mit dir. Ja, ja, ja. Hui. Oh. Ah, dann kann Romba da Wagen wechseln. So. Bubi. 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 So, ich hätte jetzt gern mein Essen F1. Und trinken wird kein, wenn man sich duzt. Und das muss man sich hart erarbeiten. Ja. Ich finde, das sollten Sie wissen. Dann müssen Sie halt zusehen, wer Ihnen dann das Essen macht. Ja, ja, deswegen habe ich mich ja auch so gefreut, als Madeleine mit mir ihren Heiligtum, also ihren Wodka mit mir geteilt hat. Und da hat mir Sari gesagt, jetzt magst du dich. Das ist jetzt offiziell. Ja. Da habe ich mich sehr gefreut. Also hier treiben es die Vögel den ganzen Tag, Zwitscher, Zwitscher. Opa, wohnst du denn aber in einer sehr ländlichen Gegend, wie ich weiß. Habe ich mich sehr geehrt gefühlt, als ich mit denen das gefangen habe. Ja. Mir gibt mal ein bisschen Sprit hier, ich brauche mal ein bisschen Abstand. So, Motor an. Ihr habt aber aktive Nachbarn, Mensch. Bin sogar nachts, also Tag und Nacht. Mann, Mann, Mann. Apropos Nachbarn. Unsere Nachbarin ist sehr ruhig. Ja, da wird irgendwann gut. Geht's ja gut, sollen wir einen Arzt holen? Man hört die Musik nicht mehr. Da ist sie umgekippt. Oh, wie schade. Nein. Alles gut. Man soll ja sich gegenseitig unter Nachbarn, soll man sich ja helfen. Was soll man? Ja, manchmal lohnt es sich, unter Nachbarn zu helfen. Aber nicht bei der. Und das war dann meine Führung, glaube ich. Richtig, die Vögel tun's, die Bienen tun's, die Nachbarn tun's, alle tun's. Ja, vergiss es, wir können nicht fliegen. Was? Heißt es nicht so, die Bienen tun's, die Vögel tun's, die Schmetterlinge tun's. Lass es uns auch tun. Nein. Vergiss es, ich kann nicht fliegen. Warte, ich werde euer Nachbar, dann bleibt es nicht mehr ruhig. Oh, toll. Was? Ja, abends um 12 Staubsaugen, ein leichtes. Ach so. Das ist... Madeleine, ihre Nachbarn müssen sie sehr mögen. Da haben wir es wieder. Brötchen und Bockwurst. Ja. Auch nicht schon wieder. Hey Max, bleib mal friedlich hier. Nee. Da wird die ganze Nacht geputzt und gebaut, ja. Ja, Leute. Auf jeden Fall. Ein Hoch auf diesen Akkuschrauber. Oh ja, oh ja. Ach ja. Der ist aber auch bald flink. Der hat die Porsche gerade dran, glaube ich. Ich muss mal nicht mögen, ich bin einfach da. Und das ist die Hauptsache. Ja. Wir mögen dich trotzdem. Ja. Toll. Wir magen, mögen dich trotzdem. Mhm. Naja, ich hab grade, gesagt, es klang beim Aussprechen so falsch, weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Es klang beim Aussprechen, also als ich es ausprach. Warum nimmst du denn dein Nitro mitten in so einer Kurve? Ich hab das Nitro nicht genommen. Doch, das ist richtig schnell gefahren. Ja, ich hab irgendwie die Bremse angetippt und die ging nicht. Und das Wichtigste, ich fühle mich wohl. Und solange du ruhig schlafen kannst, ist doch... Was will man denn? Ah, sich wohlfühlen und ruhig schlafen. Das ist nicht jetzt hier. Also jetzt hier. Kontrolle auf dem Tisch, Freunde. Ist aber mal gut. Das ist doch das Wichtige. Stimmt. Wie macht's? Also, was? Kannst du das bitte buchstabieren? Nein, kann das ich nicht. Das schläft nie, ja. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Oh. Na, Fuß eingeschlafen? Nee, der Po. Ach, der Hintern ist eingeschlafen. Nur so, genauso gut. Mensch, Junge, jetzt guck doch mal richtig hin, Junge. Ich tu das. Tu ja.
Habe ich hier noch Haribo? Doch, ich habe noch Mauer. Zum sehr nett, Max. Rückmeldung vom Gecko, er hat nichts dagegen, wenn du dabei streamst. Oh, das ist sehr nett, dankeschön. Oh, Duplo. Oh, Duplo. Oh, sie hat die Duplo gefunden. Mmm, yummy. Lecker. Lecker. So, wie viel hat denn jetzt? 1,6 Millionen. Du hast nicht viel gemacht. Naja, pro Rennen gibt es nur um die 80.000 Kann oder ich so. Nicht bestätigen, die, dessen Namen nicht genannt werden darf. Hat keine Augenringe. Oh, weia. Oh, weia. Da hat er mich ein wenig erheitert. Da hat Aber vielleicht nutzt sie ja auch einfach gutes Make-up oder so eine. Gute so Augencreme. Augen, ja, auch an die Falsche. Aber stell dir das mal vor, die hat dann so. Das war gerade nicht schnell, was ich gesagt habe. Egal. Stell dir mal vor, die hat dann so, kommt so mit Gurken durch über den Flur geschleift, so Gurken auf den Augen, so mit der Kaffeetasse, mit Plüschlatsch. Ich war dann. Pyjama. Ich war dann schon mal hier. Hat die längste Praline der Welt, ja. Duplo. 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 Mit Ü? Duplo? Duplo. Ich krieg das nie hin. Was? Na, in der Werbung, dann packen wir den doch so aus und aus dem Papier machen die dann eine Hose. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Ich mach daraus maximal einen Knäuel. Ich krieg das nicht hin, ich bin zu blöd. Ich könnte jetzt schon einlösen, was ich wolle. Ich habe es geschafft, aber nein, ich hebe es mir auch für den 12er. Oh, toll. Naja, da ist ja noch mehr Unfug, ne? Da ist ja noch mehr Unfug. Du musst die Duplos mal im Kühlschrank packen. Mach das mal im Kühlschrank, wenn die jetzt so bei 21, 22 Grad... Die sind ein bisschen weich. Ja, die weich werden, dann müssen die im Kühlschrank. Da kam der Max geflogen. Da kam der Max geflogen, ja. Was? Das ist gerade ein wichtiges Anliegen und wir sind irgendwie über dem Hof und sie sitzt mit Gesichtsmaske und gucken auf den Augen nach. Oh, nee, lass mal nicht machen. Lass mal nicht machen. Es gibt Sachen, die möchte man nicht. Die Cassandra muss mal kurz den Papp wechseln. Ja, mach mal ganz entspannt. Und bleibt im stillen Lörg. Ja, fühl dich wohl, nimm den Kekschen. Es gibt einige Strecken, die finde ich total toll. Und dann gibt es wieder andere, die finde ich total beschissen. Wenn ich. Ja. Die Kosmetikindustrie weiß, wie man Augenringe verhindert, ja? Das ist wohl wahr. Oh, Punkte. Oh, Punkte. Das wird so der neue Spruch bei euch so. Oh, Punkte. Ja. War anderswo auch Mord, ja? Ja. Wissen wir ja. Hattest du ja gesagt, du bist ja jetzt Triefelmod. Hier rüber. Iu. Entschuldigung, ich konnte mir nicht. Sollte ich meinen Controller vor dem Mund halten? So in den Controller rein, so voll auf den Monitor rotzt. Nee, das regnet quasi im Spiel. Das ist nicht. Walla Krise! Walla Krise, ja, merke ich. Mauer. Ach ja, ess mal Mauer. Aber ess nicht so viel, sonst hast du nachher wieder Bauch. Ja. Ich bin doch nur um dein Wohl besorgt. Ja. Das ist doch was. Da warst du vor dich hin. Ab der F1 gefällt mir fast noch besser, weil der hält immer den Topspeed relativ weit oben. Also
Also der kommt ziemlich schnell auf den Topspeed. Der ist zwar 4-5 km/h geringer, aber der bleibt bei 3,73 ist die Nadel wie angetackert. Der hat doch so einen Bauch. Nee, hey, was ich meine, ist, dass sie dann Bauchschmerzen kriegt. Man sieht meinen Bauch gar nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Geh mir die Möglichkeit, wie ich deinen Bauch habe. Ja, das ist wohl so richtig. Mir wurde heute gesagt, dass ich einen schönen runden Bauch habe. Ja. Wäre schlecht, wenn sie keinen Bauch hätte. Ja. Das wäre jetzt in dem Zeitpunkt sehr schlecht. Obwohl es gibt auch einige, die sind auch so weit wie ich. Ja. Und die sind einfach flach wie ein Brett. Vom Bauch her. Ja, aber also ich kann mir das bei Leuten vorstellen, die vielleicht noch 1 oder 2 Kilo mehr auf den Rippen haben, dass man sagt, das schimmert nicht so durch, aber du bist ja nur wirklich eine schmale Figur. Also eine sehr schmale Figur. Njong. Hat er sich jetzt Mühe gegeben oder nicht? Ich bringe 73 Kilo auf die Waage. Ich hab Schwammelbauch. Und auch der ist mit Liebe gefüttert worden. Richtig? Mhm. Richtig. Das war's. Was? Wie das war's? Hast du keinen Bock mehr oder? Das wäre so oder so schlecht, wenn sie keinen Bauch hätte, rein anatomisch gesehen. Hm, stimmt. Ach, jetzt, wenn sie jetzt keinen Bauch gar keinen Bauch hätte, das wäre komisch. Long. Alle vier rennen durch. Alle vier rennen durch. Mehr kann keine Rennverwachsen nicht. Okay. Dann musst du doch mal gucken. Ich habe hier keine. Also das, ich habe jetzt nur die Offroad rennen. Die ganzen Sprints, die sind bei mir alle noch nicht freigeschaltet. Ja, das sind aber alles Rundkursrennen. Ich frage mich, wann diese Sprints kommen. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ali, Ali. Überleg ich nochmal kurz in die Garage und dann wieder zurück auf die Map. Hast du gehört? Soll ich Garage und dann nochmal? Ja. Wie gesagt, 1 oder 2 schaffen wir noch und dann ist Pumpe finite für heute. Hier ist der Bauch. So, ich muss noch Tasche packen und um 4.30 Uhr bin mit der Wecker. Guten Abend, Madeleine. Gutes Nächtle. Viel Spaß, schönen Gruß an Phil. Tap, 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 tap. Welche mal neben mir so tap, 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 tap. Ja, ich hab halt keine Socken an. Ich laufe hier barfuß. Ja, ich auch. Barfuß laufen ist nämlich gesund. Ja, Nachti. Hier ist der Absprungpunkt. Nachti, Nachti, Nachti. Ich hatte auch schöne Bäuche. Schöne Bräuche habe ich erst gelesen. Schöne Beute in der Schwangerschaft, schön dick und kugelig. Jo, so muss das sein. Huch. Da siehst du, so passiert am Tag die Verfolgung. Wenn du die einfach anrammst. So, vorbei, Mai. Zählt. Ich finde das total sexy, wenn du mir sonst All Webs von der Seite. Ja? Ja. Kann ich es nochmal haben? Warte. Geh weg. Das machst du wohl nicht nochmal. So, während der Max jetzt hier brennen sucht, sammle ich hier mal hier so Flaschen und so ein. Da knipp ich auch Punkte und Geld und so. Ha. Hier. Sehr ruhig. Hier ist noch eine. Mein Gott. Klopp. Ui, ui. Ich dir mal eine Tankstelle. Ich auch. Oh, ja. Hoppa, ein Öhrchen. Schon mal da
wo ich kaum gegen drei Container gefahren ist, hier Highlife in Tüten, ey. Und dann ist die nächste Tankstelle auch noch so weit weg. Manu. Na. Ja, gar nichts. So, Max, was ist denn du? Was ist denn du? Eins meiner und dann ist hier. Ja, das ist richtig. Eins meiner und dann ist hier aber Schulz für heute im Dorf. Dann machen wir Raid und dann gehen wir Bett. Ja. Nochmal der Ferrari. Zum Schluss. Ah, letzte drin für heute. Sollen wir nochmal ein paar Minuten oder was? Ich bin gerade noch da. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist noch da. Ist da. Da wird der mit 2x oder mit einem x geschrieben? Wer? Tom trägt. Tom trägt mit einem x. Mit einem x, okay. Wer dann nicht dann nachher, das ist passiert, ist woanders landet. Ich schick den Namen noch mal rein. Ja, schick mal noch mal rein, aber nur den Namen. Ich nehme nicht hier. Tonträger. Tonträger. Autokorrektur par excellence. Auch nicht Tom-Tom. Nicht Tom-Tom? Nee. Autokorrektur. Jetzt. Die Autokorrektur wird ja mal frecher. Den gucke ich mir auch noch ein paar Minuten an, den Tommy. Der spielt bei Daylight. Ja, so klassisch, sehr klassisches Spiel. Was ich glaube, das ist so klassischer Montag bei ihm. Ja, so klassischer Montag erstmal alle auf dem Ring. Ja. Die Kurve war nice. Also auch eng, ohne Driften, ohne alles. So war die nächste Scheiße. Hüpp. Hast du gesehen? Hat er einen Hüpp gemacht? Hab ich schon gesehen. Walla Krise. Also Donnerstag, da macht er Musik, genau. Ah, okay. Donnerstag ist immer. Aber auch nicht immer, ne? Nicht immer? Warum? Ich lenke nach links und er fährt nach rechts. Warum tut er das? So sagenhaft, ey. Wenn die Figuren stehen, gar nicht richtig. Hm? Oh ja, geht. Hm? Geht. Was? Jetzt geht das schon wieder los. Was denn? Franlin hat mir einen Link geschickt. Okay. Ja, ja. Die soll doch schlafen. Nee, die packt ja noch Tasche. Hat's. Ja. Aber da bin ich heute schon weit gekommen, also. Weit? Ja, ja, also mit dem Farm. Also ich habe ja quasi mit 400.000 habe ich glaube ich angefangen, 450.000. Ach so, ja, ja. Ja, und dafür jetzt irgendwie bei 1,6, 1,7 Millionen, ich weiß nicht, wo ich gerade rauskomme. Je nachdem, wie er arbeiten muss, ja, das stimmt, genau. Ja. Bei ihm auch immer so. In 500 Metern haben sie ihr Ziel erreicht. Ist aber nur bei dem Rundkurs so, ne? Bei dem Sprint. Ah. So, Dele. Wenn es auf jeden Fall noch in die Garage und speichern, das werden wir auch auf jeden Fall noch machen. So. Ich glaube, meine Hose geht kaputt. Ja, dann
Studier das bitte nach dem Stream an, mein Schatz. So, wir gehen in die Garage, um das abzusprechen. Mann, das ist eine neue Hose. Wir sind bei 1,751 Millionen. Ja, das war's auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn du deine Kanalpunkte noch abholst, wenn du mit dem Raid mitmachst. Ich gehe nur mal kurz runter. So, machen wir den Raid schon mal klar. Können wir bitte gehen? So. Bitte. Da. AX. AX. So. Trotz der Verspätung heute, es war mir ein inneres Kirschenpflücken. Ja. Ups. Ja, noch in die Garage, muss er wirklich noch speichern. Und dann, ja, sehen wir uns bestimmt unterhalb der Woche nochmal. Wenn nicht, denke ich mal spätestens am Samstag. Wir schauen mal. Ihr seid ja alle. Ich bin Samstag dann nicht mehr bei. Ich bin Samstag unterwegs. Ja. Ne? Wir schauen mal, wie uns dann ist. Wa? Also, ihr haut rein. Ich schicke euch rüber zum lieben Tomtrax. Ihr guckt mal rein. Lasst ein bisschen Liebe da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss.